begrüße euch in unserer Tech-Sprechstube. Das Windows-Wohnzimmer hat ein kleines Rebranding bekommen und wir sind ganz frisch aufgestellt, auch was Microsoft übergreifende Themen angeht, also sprich auch über Google und Android und iOS und Apple insbesondere, wollen wir hier in der Tech-Sprechstube ein bisschen fleißig diskutieren. In unserer lockeren Stammtischrunde mit Toms und Olli heute. Hi Toms. Hi. Du warst in London, habe ich gehört. Ja, eine Woche, gell. Jährlicher Urlaub mit deiner Freundin in London. Und ja, Olli, hi, grüß dich. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir haben uns ja am Wochenende schon gesehen. Ne? Auf dem Dr. Windows Community Treffen. Und das war echt eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Was würdest du sagen, so im Nachhinein? Wie geil fandest du es auf einer Skala von 10 bis 10? Ja, auf jeden Fall 10. Also ich war schon sehr positiv überrascht. Ich war ja letztes Jahr nicht dabei. Ich wusste auch nicht direkt, was mich erwartet. Und aber wie gesagt, war sehr positiv überrascht. Es war auch super informativ. War jetzt auch nicht so, dass man jetzt nur Dinge gehört hat, die man irgendwie schon mal gehört hat oder wusste oder so. Also ich bedauere jeden, der da nicht mit hingehen konnte, wirklich. Ja, die Plätze waren ja begrenzt und viele Leute, die dort waren, waren eigentlich eher so, glaube ich, spontan bei Dr. Windows einfach reingerutscht. Die hatte man weder aus dem Dr. Windows Community Channel auf Telegram gekannt, noch irgendwie über Twitter oder so. Also ein paar Leute schon, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass viele einfach so aus der Dr. Windows Community, also einfach auf der Seite sich ein bisschen rumtreiben, wenn überhaupt, und einfach auf die Ankündigung dort reagiert haben, sich schnell angemeldet haben. Es gab ja so 150 Plätze und da waren wir ein paar der Glücklichen, die das da direkt reingeschafft hatten. Und es war aber auch wirklich ausgebucht. Also es war nicht so, dass die Hälfte wieder abgesagt hat und dafür keine nachgerutscht sind, weil die Leute nicht abgesagt hatten, sondern das war wirklich, die waren auch alle dann da. Also es war auch volles Haus. War ja bei Microsoft in Berlin unter den Linden in der kleinen Niederlassung dort. Also da ist ja dieses Café, diese Digital Eatery, und hinten dran sozusagen um die Ecke ist so ein Atrium, so ein Veranstaltungsraum eigentlich, beziehungsweise ein paar Räume. Genau, und da waren die ganzen Vorträge und boah, Mann, das kann man gar nicht alles zusammenfassen, oder? Das war halt einfach, wir hatten ja von 9 Uhr morgens, oder sagen wir 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr irgendwie Programm, ja gut, 2 Stunden Mittagspause und so, aber jede Menge Möglichkeiten da Neues zu erfahren, zum Insider-Programm, zum Surface, so Tipps und Tricks sozusagen, dann papierlos mit OneNote alles schreiben, da haben wir auch richtig gute fachliche Infos bekommen, dann auch so ein bisschen allgemeiner über, worüber war der letzte Vortrag, wo alle irgendwie über schon digitale Transformation. Genau, war der Aufmerksamkeitsbogen halt schon voll überspannt, aber eigentlich war der Vortrag voll wichtig und voll gut, so viele gute Aspekte gewesen. Und also ich kann es nicht alles zusammenfassen, ist wahrscheinlich auch gar nicht der Sinn, dass wir jetzt hier anderthalb Stunden oder so darüber reden. Das ist halt nicht möglich. Ja, aber du hast Surface vergessen. Habe ich gesagt, Surface Tricks und Tipps. Entschuldigung. Genau. Ich krieg nicht mehr alles mit, weil wie gesagt, HoloLens Verbindung ist nicht so super. Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen an mir, weil im Chat meinst du auch, hast du hast du die Streams noch offen? Ja. Ja, vielleicht strapaziert das dann deine Verbindung. Nein. Ich habe die Streams nicht offen. Also ich hatte höchstens auf Spotify, aber das zieht ja eigentlich nicht. Okay. Deine Freundin ist auf Netflix unterwegs. Nee, die wollte Game of Thrones gucken, das hat sie lokal. okay. Also es war wirklich eine super Sache. Wir hatten ja auch das Vorglühen am Freitagabend. Olli und ich haben uns da direkt getroffen. Da waren wir im Hofbräuhaus. Also schön Oktoberfeststimmung und man konnte sich kaum unterhalten. Wenn überhaupt, dann war das in einer Lautstärke, bei der man dann den nächsten Tag eine heisere Stimme hatte. Nee, aber am Samstagabend waren wir dann auch noch, natürlich alle voll fertig, aber dann in einem Restaurant eingekehrt, haben uns da wirklich sehr cool unterhalten mit vielen Leuten, viel emotional auch diskutiert und ein bisschen uns ausgetauscht über unsere Erfahrungen mit Windows Phone und Continuum auch und
was auch immer, wie das auch produktiv eingesetzt wird. Hat mir einen Typen kennengelernt, der das in der Firma produktiv einsetzt und ja, so ein bisschen so die Höhen und Tiefen so durchlebt hat und da immer das halt schon so auch noch dahinter steht und das verteidigt, aber halt öfter auch zu hören bekommt irgendwie, ja, hier funktioniert wieder was nicht und manchmal ist es halt berechtigt, der Einwand, aber er hat auch gesagt, teilweise liegt es halt auch an dem Anwender. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand versucht, eine E-Mail zu verschicken und dort, weiß nicht, 3, 4, 5 Bilder anzuhängen, in der heutigen Zeit mit solchen Smartphone-Kameras, wo jedes Bild irgendwie 12 MB oder so groß ist, ist halt einfach nicht mehr möglich, ne? Da muss man halt dann auf Cloud-Link zurückgreifen oder was auch immer. Naja, das verstehen halt manche noch nicht so ganz. Und aber insgesamt echt coole Sache. Und dann ist mir natürlich noch was ganz Tolles passiert. In einem unachtsamen Moment hat sich meine Grobmotorik wieder einmal voll ausgezahlt. Mein Handy hat eine kleine Dusche bekommen. Es läuft aber noch alles. Ich habe es gut abgetrocknet. Bier oder Wasser? Angelockt. Bier. Ich habe zwar nicht die Chinesen angelockt und es in Reis gelegt, aber ich habe die ganzen Stellen ein bisschen ausgesaugt und weitergetrunken. Ja, da war das Bier dann ja leider fast leer, ne? Und dann war für mich der Abend aber auch so ein bisschen gegessen. Es war glaube ich irgendwie 23:30 und wir waren alle todfertig und bin ich halt nach Hause gefahren. Aber wie gesagt, super coole Sache. Am Sonntag war ich dann noch mit Manuel ein bisschen in Berlin unterwegs, bin ein bisschen was gezeigt. Da kam er direkt aus München, also was heißt direkt, komplett aus München angereist mit dem Bus. Gott. Also alle Achtung, dass er das durchgehalten hat. Aber also wenn ich nächstes Jahr ist ja in München, wenn ich hinfahre, dann werde ich mir die neu gebaute und jetzt die wird ja jetzt getestet, die ICE-Trasse zu nutzen machen und dann in 3 Stunden runterfahren. Vielleicht kann ich ja bei Martin mitfahren. Ja, fliegen. Vielleicht kann ich ja bei Martin mitfahren. Ah ja, das stimmt. Du würdest ja wahrscheinlich sonst fliegen, ne? Ja, wobei ich glaube, es gibt keine Direktverbindung von Karlsruhe nach München. Das wäre ja nur eine halbe Stunde Flug oder so. Und apropos Fliegen, der Wolle aus dem Dr. Windows-Chat, der hat es ja auch ganz übel gehabt. Er wollte am Morgen ja hinfliegen nach Berlin, von Düsseldorf aus. Wäre eigentlich so kurz vor 9 dann da gewesen, auch mit Öffis dann eingeplant und so. Aber nein, das war wegen irgendwelcher Triebwerke oder sonst was Probleme, wurde der Start dann einfach mal um 2 Stunden oder so verschoben. Ja, also anstatt die Flugzeuge vorher zu checken, haben sie es halt kurz vor Abflug dann gemacht und dann gesehen, oh, funktioniert was so gar nicht. Dann musste das repariert oder mussten sie in eine andere Maschine, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall hat sich verzögert. Er kam viel zu spät an, so um 11:30. Hallo Foto AG, ich soll dem Foto AG winken. ach nee, Tom. Meint der Tom oder Toms? Wahrscheinlich Toms. Kann das sein? Hä, was? Wem soll ich winken? Im Windows United Chat wurde geschrieben von Foto AG, Tom, tu mal den Foto AG winken. Wahrscheinlich meint der Toms, also dich. Ja, hab grad gewunken. Okay, naja, also auf jeden Fall an alle da draußen, die zu gucken, freut uns. Und freut uns, dass wir jetzt endlich eine Lösung haben, die scheinbar ganz gut funktioniert. Das werden wir die nächsten Wochen nochmal verfolgen. Und vielleicht können wir es ja auch noch über Beam versuchen. Von Microsoft ist das ja jetzt, glaube ich, auch gekauft worden, ne? Können wir mal schauen. Kann man ja anscheinend recht einfach dazu schalten über Restream. Nachher streamen wir auf 50 Plattformen gleichzeitig. Nein, aber warum nicht, wenn manches wollen. Wir können ja auf euer Feedback hören und wenn es irgendwer will, dann kriegen wir das bestimmt eingerichtet. Aber bevor ich jetzt zu sehr abschweife, also der Wolle kam viel zu spät und musste auch etwas früher schon gehen, so 17 Uhr, glaube ich, oder halb fünf so gehen, weil er dann ja direkt wieder zurückfliegen wollte nach Düsseldorf. Das ging dann auch, glaube ich, planmäßig, aber war vielleicht auch ein bisschen zu straffer Plan für den Tag. Hinfliegen und zurückfliegen, kann ja mal was schief gehen. Na klar, auch die Bahn kann Verspätung haben, aber naja. Dann kannst du ja nächstes Jahr direkt die neuen ICEs mit dem WLAN testen. Ja, eben. 9 ICEs, die neue Strecke, die nur 3 Stunden, ein paar zerquetschte, dauert dann. Und dann das WLAN. Ja, mal schauen, bis dahin habe ich vielleicht auch eine Bahncard 50 und dann bin ich auch ganz flexibel mit hin und zurück. Gönn dir ein bisschen, die Bahncard 100. Klar. I'm a businessman. Nein. Nee, ich habe ich nicht locker. Da würde ich mir ja schon eher die HoloLens für 3200 kaufen. Der HoloLens hat mir echt übrigens auch einen sehr, sehr coolen Vortrag von einem Typen, der mich mit seiner Art so ein bisschen an Panos Panay erinnert hat. Also er hat irgendwie
er hat es irgendwie so total begeistert und so mit so Liebe zu den ganzen technischen Daten und so, was das Ding alles für Power hat und so, hat er einfach super rübergebracht und da wollte man dann echt, da wurde man schon so richtig wässrig so und da wollte, ah, Geldbeutel zirke. Hat man Geldbeutel gegriffen, ich will das Ding, aber ist halt ein bisschen teuer, ne? Einige glückliche Leute hatten die Chance, die aufzusetzen, die HoloLens, und auszuprobieren. Mit diesem coolen Universum, wie hieß diese App? Planet irgendwas? Ich Also wo man weiß es nicht mehr, aber es ging um Planeten, ja. das Universum quasi vor sich hat und so ein bisschen die Planeten hin und her schubsen kann. Das hat der Manuel auf jeden Fall ausprobiert. Du Er nicht? meint aber, nee, ich kam nicht mehr drauf. Ich wäre als nächster drangekommen und dann meinte dieser Typ am Ende, nee, jetzt müssen wir, nächste Keynote-Session ist jetzt, machen wir nachher vielleicht weiter, wir merken uns die Reihenfolge. Und was war dann? Dann war der Akku leer von der HoloLens. Geil. Ja. Konnte man ja wahrscheinlich nicht laden oder so. War dann ja, keine Ahnung, hätte es vielleicht lange gedauert oder Irgendwann halt. kriegst du deine Chance, Nils. Oder kriege ich meine Chance oder irgendwann habe ich 3.200 € zusammen. Nee, wir haben auch gehört, dass schon ganz viele Anbieter, und das war eigentlich recht neu für mich, die HoloLens schon nutzen. Also was für mich gerade auch sehr interessant war und was auch Okay. wirklich großes Interesse bei anderen Leuten, die eigentlich nicht so Technik interessiert sind, hervorruft, zumindest jetzt in meinem Umfeld, ist, dass zum Beispiel in Berlin die Charité die HoloLens schon einsetzt zu Schulungszwecken, um die Medizinstudenten zum Beispiel an Anatomieübungen üben zu lassen oder zum Beispiel, dass in der Radiologie der Radiologe ein CT schreibt und quasi ein Bild vom Gehirn bekommt und das in Realtime sofort auf seine HoloLens vor seinen Augen quasi das Bild von dem Gehirn projiziert wird, während der Patient noch im CT ist. Und das ist vorgestellt worden. Ich fand das so eindrucksvoll und habe das dann auch, hab auch mal so ein Video gemacht und habe das dann meiner Chefärztin gezeigt, meinen Arbeitskollegen. Und die waren da alle sofort hin und weg, ne, und fanden das richtig genial. Obwohl das eher auch teilweise Leute sind, die ja halt skeptisch sind. Und ich fand auch, das zeigt auch echt das Potenzial, was in dieser Technik steckt. Und es hat mich echt beeindruckt. Und dass auch die deutsche Industrie quasi direkt hinter der amerikanischen die Industrie ist, die am meisten die HoloLens schon einsetzt. Die meisten Firmen schon HoloLens haben. Olli, also Sein bei Ton mir ist irgendwie. dein Ton, ja, also dein Mikro respondet irgendwie nicht so richtig. Das wird dann immer ganz leise so und dann so ein bisschen schwankt so ein bisschen von der Oh. Lautstärke. Ich weiß nicht so, was das ist. Naja, also war auf jeden Fall summa summarum, wie man so schön sagt, eine ganz schön coole Sache. Und wir wurden sogar ein bisschen bekocht. Es gab mittags eine Kleinigkeit zu snacken, so ein bisschen Pasta. Und Getränke natürlich alles da, also echt Hut ab für diese Organisation. Der Martin meinte, er diesmal hätte er die Kosten nicht ganz gedeckt. Er wäre noch auf Spenden von uns angewiesen. Also ich finde das auch eigentlich total wichtig, dass man sich dafür engagiert, dass sowas weiterhin stattfindet. Aber ich glaube, das macht der Martin schon. Der sieht es genauso. Also ich hätte auch gerne noch was gespendet, ich habe es dann aber einfach komplett vergessen, ich weiß nicht. Ja, die Box war dann weg, bevor wir rausgegangen Ah, sind. oder Noch so, ganz ja. bestimmt offen für nachträgliche Ja, per PayPal und so. Aufmerksamkeiten. Olli hat mir sogar gesagt, ne, wir waren ja beim Vorglühen in diesem Hofbräuhaus und dann hatte er 2 Maß erstmal bezahlt und meinte dann, ich soll ihm das eine dann per PayPal bezahlen. Du bist ja auch so ein Typ, du willst eigentlich auch kein Bargeld haben, ne, sonst. Du hast ihm von Moneybeam erzählt. Ja, nee, habe ich nicht. Haben Das wir wäre doch vorhin die N26? Gelegenheit gewesen. Ja, Mensch. Olli, wenn du bei der N26 wärst, kennst du die Bank? Hatte ich dir Ja, erzählt? hast du von erzählt, von der Ah, das ist Bank, doch. aber von dem Moneybeam jetzt nicht. Genau, wenn du das hättest, dann könnte ich dir das Geld einfach rüberbeamen, also auf dein Konto, von meinem N26 auf dein Das N26. ist dann kein. Also im Hintergrund ist es eine Überweisung, aber das Geld ist halt direkt da. Genau. Also in Da der merkst du ja, Sekunde, das wo ist er ja wie auf. bei PayPal, nur dass du nicht an den PayPal-Dienst gebunden bist von der Bezahlung her, oder wie? Ja, genau, Ja. du schickst es halt von. Also Nils schickt von seinem N26-Account das Geld direkt zu deinem N26-Account. Und das halt in der Sekunde auf deinem Konto, wo er auf Senden klickt. Okay. Ja, wobei der Vorteil jetzt nicht so groß ist, weil, also jetzt für so Kleinbeträge, wenn ich jetzt irgendwie 10 Euro auf dem PayPal-Guthabenkonto habe, das wird ja nicht schlecht. Also das geht sowieso irgendwann aus, ne? Ja, aber gut, da hast du es natürlich halt direkt kannst du es direkt ausgeben mit deiner Karte. Oder kannst du direkt Geld abheben.
Genau, also du hast das einfach komplett. Ist ja ein Girokonto, das ist ein komplett vollwertiges Girokonto mit Karte und Genau. allem drum und dran. Genau, du kriegst ja du kriegst ja eine Mastercard und also eine Ja. Debitkarte, wo du halt wirklich immer, wenn du Geld kriegst, hast du sofort das ganze Geld zur Verfügung. Ist, auch wenn das noch nicht gebucht wurde, sozusagen, das interessiert dich einfach nicht am Frontend. Und das ist halt einfach total straightforward eigentlich. Und du kannst dann auch noch eine zweite Mastercard beantragen. So machen wir es jetzt hier auch. Also ich und meine Freundin hier in unserer gemeinsamen Wohnung. Sie hat dann einfach die zweite. Und dann können wir jeder kostenlos Bargeld abheben, können dann mit kontaktlos bezahlen, können, ja, wenn, also könnten Toms jetzt Money rüber beamen, zum Beispiel. Genau. Naja, und sowas halt. Also ist schon eine coole Sache. Aber die App gibt es nicht für Windows Mobile. Wer hätte es gedacht? Was auch noch ganz lustig ist, ich kann über Siri, über den Sprachassistenten, kann ich Geld überweisen. Ich kann über iMessage Geld überweisen. Cool. Und ich kann Geld anfordern. Das heißt, sagen wir mal, Nils schuldet mir jetzt 12 Euro. Und dann kann ich in der App sagen, 200, dann kann ich 3200 Euro, du hast mir eine HoloLens Und dann bestellt. Das kann, ist dann ja. kann ich in der App sagen, yo, Nils schuldet mir 12 Euro und dann bekommt er eine Push-Benachrichtigung, bezahl mal die 12 Euro. Und kann mir das Yes, dann Digga. noch direkt darüber schicken. Das ist echt so nice Spielerei halt. Und die App ist einfach, also für Android auf dem Tablet zumindest, die App ist einfach super geil. Du kannst sogar, wie ich heute festgestellt habe, du hast hier einen Verlauf mit deinen letzten Umsätzen. Und wenn du da so durchscrollst, siehst du sogar so einen Verlauf deines Kontostandes. Also du siehst immer, wenn du hier in dieser Liste scrollst von den ganzen Umsätzen, wie viel Geld du zu diesem Zeitpunkt hattest. Und dann gibt es auf der Webseite auch noch so einen Graphen, wo du halt direkt so siehst, wie dein Ja. Kontostand sich so bewegt hat. Wie dein Also Kontostand immer Monatsanfang, stetig Monatsende, sinkt. Monatsanfang, so eine schöne Zackenfunktion. Nein, Eine genau, so sieht er nämlich aus. abgeschnittene Genau, irgendwie sowas. Sinuskurve. Ja. Na gut. Genau, so viel dazu. Ich öffne gerade mal die Shownotes, denn die habe ich bisher noch gar nicht vor mir, weil wir hatten so ein paar Sachen, die wir auch noch besprechen wollten. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich über Project App Gap noch mal ein bisschen reden wollen, so einen Tag bevor wir die großen Posts auf Dr. Windows und Windows United rausgehauen haben. Ja, es geht ja für uns an der Stelle mit Project App Gap leider zu Ende. Allerdings haben wir einige Übernahmekandidaten und ein paar Leute, die sich engagieren wollen, das irgendwie umzustrukturieren, einen neuen Namen zu geben und irgendwie weiterleben zu lassen. Wir sind da leider so jetzt raus. Also wir haben halt einfach gesagt, dass es uns selbst einfach an Motivation mangelt und das haben wir auch begründet. Das könnt ihr auch in den Posts nachlesen, warum das Ganze für uns irgendwie gescheitert ist. Aber vielleicht macht ja der ein oder andere Community Star was daraus. Und unser Entwickler des letzten Updates, was wir auch letzten Mittwoch noch veröffentlicht haben, so als letztes Abendmahl sozusagen, hat sich da auch auf jeden Fall beworben und ich will mal nicht zu viel teasern, aber es könnte sein, dass er das Ganze in die Hand nimmt. Naja, und dann wollen wir mal sehen, also was daraus wird. Ein paar gute Ideen sind auf jeden Fall da, wie man das besser machen kann und wie man es weiterführen kann und wie man es wieder neu mit Leben füllen kann, das ganze Projekt. Denn es ist ja ein sehr, sehr sinnvolles Projekt. Es ist ja natürlich echt schade, wenn die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, einfach so umsonst war. Ja, deswegen werden wir mal schauen, wie es da weitergeht. So, mehr will ich jetzt eigentlich auch kurz zu Project AppGap gar nicht sagen. Ich glaube, alles, was wir sonst neu zu erzählen hatten, hätten wir gerne letzte Woche erzählt, haben wir dann aber durch die Posts am letzten Mittwoch eigentlich auch alles gesagt. Dann wäre noch auf unserer Liste, der Sascha ist jetzt zwar nicht dabei, aber vielleicht habt ihr es ja verfolgt, auf der Google I.O. wurden ja nicht nur die zwei neuen Google Phones vorgestellt, sondern auch eine Smart Lock Funktion von Android und Google Allo. Ja, Ich kenne Allo ist ein textweiterer Messenger ohne Telefonfunktion und Videofunktion. Das wurde nämlich in richtig. Duo ausgelegt. Und Allo ist halt in der Linie besonders, dass die Google KI da mit integriert ist und dir Fragen beantworten kann, mit dir chatten kann und über die du Termine regeln kannst. Das ist ein ganzer Quatsch. Problem bei der Sache ist, alle Chats werden durchleuchtet bis zum geht nicht mehr, es sei denn, man widerspricht, aber
dann, also man kann pro Gesprächspartner widersprechen, dass der Chat durchleuchtet wird, aber dann fehlen einem halt Funktionen wie zum Beispiel berechnete Antworten. Der analysiert dann den bisherigen Chatverlauf und schlägt dann Antworten vor, die auf die geschriebene, gesendete Nachricht von deinem Gesprächspartner passen würde. Und der schlägt auch Gesprächsthemen vor und so ganzer Quatsch halt. Und naja, ist halt fragwürdig, ob das jetzt ganz, ob das so toll ist, dass Google da wirklich komplett alles analysiert, was es kriegen kann. Ja, aber es zeigt so ein bisschen auch die Richtung, in die es geht. Auch Microsoft macht ja jetzt mit Skype und den Bots so einen Aufbruch in eine neue, wie soll man das sagen, eine neue Art der Interaktion. Gab es denn da Fortschritte? Also, Also. ja, also die Skype-UVP hat ja Bots integriert und der Gedanke, der wurde ja auch im ersten Vortrag auf dem Dr. Windows Community Event beleuchtet, ist ja, dass man in Zukunft weg von einem Smartphone oder einem mobilen Gerät als App-Launcher kommt. Also man, also dieses, was iOS und Android halt sind, so eine ja, ein app-zentrisches Betriebssystem. Also ich habe für jede Aufgabe irgendeine App und muss überlegen, okay, was will ich machen? Suche mir die App, starte die App und dann mache ich mit der App, die jetzt an irgendeinen Dienst gebunden ist, halt erledige ich meine Sache. Aber die Zukunft ist ja, oder die Idee in der Zukunft, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird, und das wurde uns halt auch so erklärt, und auch Google verfolgt diese Idee, denke ich mal, mit Allo, ist ja, dass man sozusagen einen Bot hat, dem du sagst, ich würde gern das und das tun, und der schlägt dir vor, irgendwie verschiedene Dienste, mit denen du das machen kannst, und verbindet dich dann weiter zu irgendeinem anderen Bot von, weiß ich nicht, willst Pizza bestellen, dann schlägt er dir vor, Hello Pizza, pizza.de und weiß ich nicht, was es noch alles gibt, Joey's, Domino's. Und dann schreibst du mit dem Domino's-Bot oder so und bestellst dir eine Pizza nach deinen Wünschen, ohne dass du dich durch eine App durchklicken musst, sondern einfach indem du sagst, ich will das so haben, war, und mach mir das, fertig. Und ja, das ist halt so ein bisschen der Gedanke in Zukunft, dass man so eine natürlichere Art haben möchte, das Ganze, damit ganz, mit dem Hallo? Ganzen zu interagieren. Hallo? Hallo? Hörst du uns? Scheint, hört uns Olli nicht mehr. Na, musst du gucken, Olli, vielleicht geht's gleich wieder. Ja, genau, und dass man halt durch Spracheingabe, durch Stifteingabe und durch alle diese neuen, also Touch sowieso, durch neue Interaktionsmethoden einfach etwas Natürlicheres schafft, so ein aufgabenzentrisches System. Ich glaube, beim Olli hat es gerade die Internetverbindung gekillt. Das kann wohl sein. Der hatte ja vorhin schon etwas Hat jetzt nämlich Problem. Standbild. Ja, vielleicht müssten wir ihn neu hinzufügen. Jetzt raus. Kannst du ihn hinzufügen, Nee, du sonst? bist Gesprächsleiter. Ah, ich bin Gesprächsleiter. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht geht's ja wieder. Der hatte ein bisschen Probleme, Olli, mit dem WLAN. Da kommt morgen anscheinend auch der Techniker. So ernst ist es schon. Er hatte irgendwie 200 Mbits Upload, aber hatte vorhin nur 2 und teilweise nur ein halb Mbit. Das ist natürlich alles Jetzt muss andere ich mich als. wieder verschieben, weil sonst verdecke ich dich komplett. So. Ah ja. Ja, kannst du gleich wieder zurückschieben, falls Olli wieder rangeht. Genau. Also Google Allo ist, denke ich mal, auch so ein bisschen, wenn man es so bezeichnen kann, die Antwort von Google auf genau diesen. Antwort würde ich jetzt nicht sagen, weil das Ding ist bestimmt Ah. schon seit Ja. mindestens einem Jahr oder länger in Entwicklung. Und es soll ja, witzigerweise, soll es Hangouts nicht ersetzen. Also die haben jetzt Hangouts, Allo und Duo. Hangouts hat Video- und Textfunktion. Allo hat nur Text und Duo hat nur Video. Verstehen soll, Ja. also ist natürlich sehr interessant, diese Ich glaube, Strategie. ja. Jetzt ist Olli ganz weg. Ich Okay. habe mal in den Chat geschrieben, ob er vielleicht, keine Ahnung. Ich versuche ihn nochmal hinzuzufügen. Genau, so viel dazu. Was sagst du zu den neuen Google Phones, also zur Hardware? Hardware-mäßig, ja. Nur ist es zu teuer. Also viel zu teuer. Und sie haben sich Sagt er, quasi. der ein iPhone hat. Naja, aber ja, Nein, genau. für das, was sie bieten, ist die Hardware. Also die Hardware ist total in Ordnung. Aber das in Ja. Kombination mit dem Android ist es einfach zu teuer, weil sie haben ja gesagt, ihr kriegt 3 Jahre Updates.
Aber nur, wenn das Gerät auf dem freien Markt gekauft wird, weil wenn du zum Beispiel bei der Telekom kaufst, hast du dann Telekom-Branding drauf, das heißt, die Firmware ist nicht frei. Du kriegst verzögert Updates, wenn überhaupt. Und das widerspricht halt dem ganzen Prinzip. Und was will ich denn 800 Euro für ein Smartphone ausgeben, was ich dann 2 Jahre, für das ich dann 2 Jahre lang Updates krieg, wenn ich Glück habe? Und das war's dann. Na, Gibt du es zum darfst halt Vergleich, denken. ich krieg beim iPhone kriege ich 5 Jahre lang Updates. Ja, Branding ist halt da eine scheiß Sache. Das hat ja Microsoft mittlerweile auch besser schon gelöst. Seit Windows 10 Mobile ist es, glaube ich, so, dass zumindest die kumulativen Updates nicht mehr Nee, die Zertifizierung durchlaufen du hast müssen. bei Windows 10 Mobile dasselbe System wie bei iOS. Du hast ein Genau. Betriebssystem, das wird von Microsoft gepflegt, und du hast proprietäre Netzbetreiber-Updates, die individuell von dem jeweiligen Es ist Netzbetreiber nur, gepflegt werden. wenn es ein Update, also wahrscheinlich dann halt ein größeres, also Redstone 3 oder so gibt, was wirklich in diesen Cellular-Stack oder in diesen Telefon-Stack oder sowas eingreift und halt entsprechend dort im Hintergrund an der Telefonarchitektur oder sonst was Nee, was ändert, nee, das, nee, dann auch nicht. dann wird doch, dann wird der Firmennetzbetreiber, glaube ich, dann muss er das zertifizieren. Nein, du kriegst das Redstone 3 und der Netzbetreiber fertigt ja selber, ist ja bei Apple ja genauso, fertigt selber halt seine eigene Netzbetreiber-Firmware, die du dann auch over the air aufs Handy kriegst. Okay, ist das so? Ja, und so kann der Netzbetreiber seine Firmware kontinuierlich an normalen System-Updates Ja, vorbei so sollte es aktualisieren. sein, in der Theorie. Ja. Und so. Bisher hatten wir noch nicht den Fall, dass da großartig bei Windows Mobile irgendein Netzbetreiber eigene Firmware Doch, rausbringen die musste. Telekom. Die Telekom hat nach dem Start vom 59 und 59 XL im Januar Ja. oder im Februar ja Voice over LTE Ach so. auf die draufgebracht über Netzbetreiber-Update. Aha, da sagst du So ja was. funktioniert das. Ah, okay, gut, dann habe ich wieder was gelernt. Obwohl ich von Windows Mobile gar nicht wegkomme und immer noch fleißig meine 59 XL nutze. Ich habe letztens mir übrigens neue Cases bestellt. Für Wunderschön. 2 Euro. Ja, Okay. wunderschön, 2 Euro. Da gab es Farbenfroh. damals eine Aktion, wo man halt drei Sachen von Phonetic kaufen konnte und nur zwei bezahlen musste. Und die Teile waren halt ultra günstig. Sind aber gar nicht so schlecht. Also das Ding ist so ein harte, so eine Rückschale. Macht einen soliden Eindruck. Und das ist so ein Silikoncase in so einem Brushed Rot. Steht ein bisschen nur über, aber ausreichend. Ich habe ja jetzt noch eine Glasfolie wieder drauf. Meine alte hatte einen kleinen Schlitz, einen kleinen Riss, da ich es runtergeworfen habe. Aber solange es nur die Folie ist, no choice. Also ich habe in London, ich war auf der Suche nach einer schönen Handyhülle, aber ich habe einfach keine gefunden, die ich schön genug fand. Ja. Okay. Ich Also weiß noch es nicht. gibt ja Handyhüllen en masse, aber keine, Ja. die mir hochwertig genug war und auch gut ausgesehen hat. Ja. Weil ich habe keine Lust auf so eine 10 € billig Plastik-Handyhülle. Ich suche dann schon eher nach was aus Leder und sowas, aber man nichts Schönes gefunden. Du hast im Moment so eine schwarze Silikonhülle oder Ja, sowas, ne? so eine braune, die ist nicht Silikon, da ist eine Metallplatte drin, weil eigentlich gehört da dazu noch ein über Magnet gehaltenes Umklappcase. Okay. Also da ist eine Metallplatte drin und das hier ist irgendwie so eine Gummierung, die halt total hässlich aussieht nach einer Ah. Zeit, weil man sieht da jetzt so Macken drin, ne? Ah, okay. Ist natürlich nicht so schön. Und ja, ist hier auch schon ein bisschen was an der Ecke abgebrochen von der Hülle. Naja, meine Mosokawas, die haben auch alle die gleiche Macke. Die brechen alle an dieser einen Ja gut, Stelle wenn du jetzt sie durch. oft wechselst. Ja, ich wechsle sie halt oft, weil ich ja auch einen Wechselakku habe. Ist halt so. Ja, Muss es naja. wie beim war das Motorola? Nee, es war LG, wo du einfach unten rausziehen kannst und dann neues reinschieben kannst. Das mit den Modulen. Ja, stimmt, das ARA, aber das haben sie ja eingestellt. Nee, nicht das ARA, das von Ach LG, das so. Modulplattform, LG G5. Ah ja. Ah, stimmt. Ja, die haben das mit dem Akku so gelöst, dass man das unten aufklappt und Ja, dann ganz genau. rauszieht, ne? Also, beziehungsweise Die untere so Partie ein. komplett Ja, rausziehst. genau, die Und dann ganze kannst du untere so dann Partie. schnell den Genau. Akku wechseln und gut ist. Ja, ist nicht schlecht die Lösung, wenn man so eine Art Unibody braucht. Ich weiß natürlich, wie es mit dem Verschleiß an mit so einem Bauteil aussieht, aber ja, bei dem hier nervt es mich schon ein bisschen, dass sonst immer so die ganze Rückkante
Cover abmachen muss, weil manchmal geht auch zum Beispiel, wenn ich nur die Silikonhülle abmache, geht schon das Cover hinten mit Ja, auf. Und okay. das ist ja nicht gewollt, ne? Naja. Was soll's? Mein 59 XL funktioniert auf jeden Fall jetzt super. Glanzscreen, wieder funktionabel und alles. ich kann mich nicht beschweren. Und Windows Hello geht ja mittlerweile auch nur noch an, wenn man sich wirklich authentifizieren muss. Also, Ist nicht permanent an. genau, es nicht, geht nicht immer permanent, wenn du loggst und unloggst, sondern wirklich nur, wenn die Sperre reingeht nach 3 Minuten oder was du eingestellt hast. Ist eigentlich schon besser geworden, sieht mir nicht mehr so viel Akku, aber nach wie vor ist die Akkulaufzeit am 55 ist einfach noch sehr bescheiden. Also Power-User kommen damit nicht über den Tag. Ist einfach so. Naja, okay, gut, obwohl ich ja einen nagelneuen Akku habe auch. Ich habe ja ein nagelneues Handy. genau, Was haben wir denn dann auf der Liste? kämen wir zum nächsten. Ja, Olli hat gerade geschrieben, er muss seinen Router neu starten. Morgen kommt ja der Techniker von Kabel Deutschland. Und Kabel ja, Kabel Deutschland. Deutschland, ne? Hallo, ich bin auch da. Ein Mbit-Upload. Aber in letzter Zeit geht's eigentlich. Also seitdem ich hier jetzt über, genau, DLAN, kommen wir einfach zu DLAN, von dem Router drüben, der im anderen Zimmer steht, in der hintersten Ecke, weil nur da ein Kabelanschluss ist. Hier sind zwar zwei, also für TV-Kabeldosen, aber nicht der Internetkabelanschluss. Deswegen haben wir den Router ja drüben und mussten uns irgendwas einfallen lassen, wie wir Kabel bis hierhin verlegen. Also überlegt, überlegt. Und mein Vater meinte dann, hier hast du schon mal mit dem DLAN probiert. Das hatten uns unsere Cousins letztens erzählt. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht im Internet und bin auf eigentlich ein ziemlich günstiges Ding gekommen. Also da gibt es günstige Sachen. Also was heißt günstig? Relativ, ne? Ich habe jetzt 56 bezahlt für so ein Set von TP-Link, wo man halt so einen, ja, einen Sender hat. Den steckst du halt in die Steckdose, verbindest es mit LAN-Kabel mit deinem Router und der schickt das dann über das lokale Stromnetz an deinen Empfänger. An dem Empfänger habe ich dann zwei LAN-Anschlüsse und kann da ganz normal ein LAN-Kabel an meinen PC und meine Xbox habe ich jetzt angeschlossen legen. Und genau, das funktioniert super. Also du musst die halt nur einmal synchronisieren am Anfang. Also drückst du einmal drüben auf die Taste, dann drückst du hier auf die Taste, dann sucht er sich die Verbindung über das Stromnetz und das geht ohne Verluste. Also wir haben 25 Mbits und meistens kommen halt an Bandbreite so die vollen, ja, so 23 oder so kommen durch. Und drüben, okay, sagen wir, drüben haben wir 23,5, hier ist es 23. Also das geht eigentlich wirklich ohne Verlust. Das ist echt ganz schön nice. Und das Ding hat sogar auch noch ein integriertes WLAN-Modem. Das habe ich extra genommen, sonst hätte ich noch viel mehr sparen können. Sonst hätte ich irgendwie 35 ausgegeben nur. Sodass man hier nochmal ein extra WLAN-Netz sozusagen aufbauen kann in der Ecke von der Wohnung. Muss man nicht immer über die zwei, drei Wände dann sich hinten einwählen, wo dann die Empfangsstärke halt manchmal nur bei zwei Balken ist oder so. Hast du hier vollen Empfang am Schreibtisch hier. Das ist ganz nice für Handy, Tablet und weiß ich nicht. Ich dachte, es wäre mal nicht schlecht und wäre vielleicht für Zukunft auch nicht gut, gar nicht schlecht, wenn man noch eine größere Wohnung irgendwann mal hat und das Ding dann vielleicht wirklich noch sinnvoller nutzen kann. Und so teuer, viel teurer war es ja nicht. Also wie gesagt, 35 und 56, also die 20 Euro, die bezahlt man selbst für einen guten WLAN-Repeater auch schon und der nimmt ja nur das WLAN-Signal und verstärkt das wieder. Das heißt, da geht auf jeden Fall was verloren. Aber über Kabel ist ja perfekt. Ist ja wie ein zweiter Spot sozusagen. Also wie ein zweiter Ja. Anruf. Genau, und der Sascha hat das auch anscheinend im Einsatz. Alex hat das für seine Großeltern im Einsatz und alle haben gute Erfahrungen gemacht. Und dann meinte ich so, ey, komm, du holst dir das auch. Du zahlst halt die paar Euro, das haben wir uns natürlich geteilt hier, wohnungskassenmäßig. Und über Number 26 natürlich bezahlt. Naja, und ja, das läuft. Das ist super soweit. Jetzt fehlt nur noch die dickere Leitung, also sprich DSL nächsten Jahres, dann, wenn wir Kabel Deutschland kündigen können. Mal schauen, wo Was ich kriegt dann ihr an? lande. VDSL 100 oder 50? Pff, ja, muss man mal schauen, was da für Angebote gibt. Ne? O2 ist da ja meistens recht günstig. Schauen wir mal, was da hier so möglich ist. Ne? Muss ich mich mal vorher informieren, Ja, aber noch sind wir an Kabel Deutschland gebunden. bei O2 hängst du dann durchschnittlich 45 Minuten in der Warteschleife, wenn du irgendwelche Probleme hast. Ja, das stimmt teilweise wirklich, ja. Nee, die haben mir das hat jetzt ganz rapide Echt? abgebaut. Ja. Okay, also ich musste ja zur Kündigung meines Mobilfunkvertrags da anrufen. Ja. Da hing ich dann auch mal so, ja, knapp eine halbe Stunde oder so in der Ja. Warteschleife. Das stimmt natürlich. Na gut, aber andere wiederum haben mit Telekoms schlechte Erfahrungen Nee, gemacht. das ging doch Alex? jetzt durch die Nachrichten auch.
bei Golem oder sowas. Das O2, ja, warte, ich such's gerade raus. Oh, gut, okay. Ja, die durchschnittliche Wartezeit beträgt 45 Minuten, O2 Kundendienst. Die haben jetzt auch Avato gekündigt, das heißt, ab 2017 macht irgendwie ein anderer Dienstleister den Kundenservice. Ja, gut, dann nächstes Thema wäre bei mir, also hatte ich mir noch rausgesucht, VLC auf der Xbox One. Toms, hast du auch schon installiert? Ein Kumpel von mir. Also, ich streame ja nicht so viel lokale Medien über die Xbox. Ja, Aber ein der Freund von mir, Netflix User. Ja. der benutzt das Meinst du auch mit 4K-Film. David? Ja, der Oder David. ja. Richtig cool. Die App funktioniert wunderbar. Ja. Ist performant, Das die Filme starten einzige, schnell. Ja. ein Bug. Also die App bietet mir an, Sachen vom externen Laufwerk über die App auf dem internen Speicher abzulegen. Habe ich noch nicht hingekriegt. Die App stürzt immer ab, wenn ich versuche, was drüber zu Ah, kopieren. okay. Ah, stimmt, du hast Vielleicht sind ja. die Dateien zu groß. Ich habe ja ein paar dicke Dateien da drauf. Ich werde Ja. es vielleicht erstmal mit einem Bild oder so versuchen. Ach, da kommt jemand. Aber Hi. da ist er wieder. Hi. Wir sind gerade bei VLC auf der Xbox One. Hast du schon installiert? Hört ihr uns? Olli? Hallo? Hallo? Hörst du uns? Ah, hallo, ich höre euch. Hi. Ah, okay. Hast du schon VLC auf der Xbox One installiert? Hast du mich jetzt gefragt? Ja, dich. Nee, habe ich nicht. Ich habe bisher keine Anfälle. Also ich wüsste jetzt nicht, für was ich den brauchen sollte. Ja, Thomas meinte auch so, er nutzt es nicht so viel, aber ja, also ich könnte ihn dafür gebrauchen, um fette Dateien auf der externen Festplatte auf dem internen Speicher abzulegen. Das soll eigentlich ja gehen, aber die App stürzt mir leider immer noch jedes Mal ab, wenn ich versuche, da was rüber zu kopieren. Entschuldigung. Aber Genau. ansonsten ist die App eigentlich wunderbar. Ja, die ist wunderschön, natürlich. Und ich glaube, das ist auch so ein Feature, was sie von der PS4 ganz schön abhebt. Weil, also eigentlich ist das eine Killer-App. Muss man einfach so sagen. Ne? Spielt alles, alle möglichen Formate ab. Also ich hatte mit keiner meiner Sachen, meiner Dateien, die ich darauf hatte, irgendwelche Abspielprobleme. Die frisst alles. So wie VLC halt ist. Und im Gegensatz zu dem, es gibt ja diese Media Player App von Microsoft, die dabei ist. Da hatte ich mit einigen Dateien Abspielprobleme. Also die unterstützen, die stützt nicht alle Codecs, nicht alle speziellen Varianten und so. Der Boris Schneider-Johne hat auf dem Dr. Windows Event dazu gesagt, er meinte, ja gut, VLC, die schützen sich damit, dass sie in Open Source sind, ne? Und bezahlen dann halt einfach die Lizenzgebühren für die Codecs entsprechend nicht. Microsoft würde die halt alle bezahlen müssen und sagt dann halt bei einigen, nee, das machen wir nicht, da verzichten wir drauf. Und dann gehen halt manche Sachen eben über die Media Player App nicht abzuspielen, die aber über VLC gehen. Und VLC macht sich da vielleicht so ein bisschen leicht. Ein bisschen in der Grauzone sitzen sie da vielleicht auch. Toms, ich weiß nicht, was ist deine Einschätzung dazu? Naja, die benutzen ja externe Codec-Packs. Und die müssen sie nicht lizenzieren, aber die Leute, die die Codec-Packs erstellen, müssen die lizenzieren. Okay. Also Und verschieben sie das Problem auf wen anders. genau. Ja gut. Also mich soll es nicht kümmern. Also das ist deren Sache. Ich nutze es halt nur. Ich hoffe. Ja. Na gut. Also das finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, eine Killer-App auf der Xbox One. Freue mich richtig, dass es gekommen ist. Und ich freue mich auch, dass es das Versprechen gibt, dass ich mit der App wirklich meine fetten Dateien von der externen auf das interne, die 2 TB Speicher, die ich da ja habe, kopieren kann. Hoffentlich in Zukunft mit dem Update funktioniert das dann auch. Aber auf jeden Fall geile Sache. Ich hatte mich ja schon fast geärgert, dass ich von Microsoft selber direkt keine Möglichkeiten habe, was auf dem internen Speicher abzulegen. Ich kann ja nur Games und Apps drauf installieren und das finde ich ein bisschen bescheiden. Weil ich bin nicht der Gamer, der sich, weiß ich nicht, die 10 neuesten, fetten, wie sagt man, Spiele da, Games da holt, die alle,
weiß ich nicht, über 60 Gigabyte fett sind. Was hast du denn Ich jetzt habe so für zwar, Spiele? ja, ich habe zwar ein paar Spiele, aber ja, das ist absehbar. Ich habe einmal mir gekauft, digital habe ich mir gekauft Unravel. Kennst du das? Das ist schön. Das ist echt schön. Ja, das ist so ein Spiel, also für die, die es nicht kennen. Oder Thomas, kannst du es erklären? Ich habe es zuerst nur so ein bisschen angespielt, Naja, du bist bisher. halt so, es ist halt ein typischer Side-Scroller und du bist halt so ein Wollknäuel-Männchen Ja. und musst halt quasi immer das Ende erreichen. Genau, du musst Und so halt so ein bisschen denkspiel. auf dem Weg verlierst halt immer Wolle und du musst halt ankommen, ohne dass du dich komplett Genau. auflöst Du musst, quasi. das ist halt so ein Denksportspiel. Also du musst dir überlegen, wie machst du es jetzt geschickt, irgendein Hindernis zu überwinden mit Um Hilfe am deines wenigsten Wolle zu. Wollfaden. Genau, um am wenigsten Wolle zu verlieren. Du kannst dich auch am Wollfaden immer wieder zurückziehen und hochziehen und Lasso sozusagen werfen und so. Das ist alles ganz cool, was man da so machen kann. Meine Freundin spielt das auch ganz gerne. Jetzt, wo sie natürlich hier eine Xbox einfach drin stehen hat, aber damals, als ich das Spiel gekauft habe, war sie, warum machst du das? Warum kaufst du dir so teures Ding und so? Aber naja, Was hast du spiel. noch da? GTA 5. Oh, hast du dir GTA gekauft? Ich finde es witzig, also online einfach darum zu spacken. Dann richtig geil, Trackmania Turbo. Also ich bin Trackmania-Fan. Ich habe es halt damit am PC immer schon gespielt, die Strecken zu bauen und so weiter. Das kannst du ja auch. Du hast es an der Konsole ein bisschen. Am PC ist geiler, aber coole Möglichkeiten, die man hier hat. Also du kannst so auch Splitscreen gegeneinander fahren. Du kannst ganz normal die ganzen Kampagnen durchfahren, deine Zeiten immer weiter verbessern, Medaillen sammeln. Du kannst online gegen andere Leute spielen und so weiter und so fort. Also richtig cool. Dann habe ich Need for Speed noch. Ja, ist nicht so geil, aber kann man auch mal spielen. Und COD Ghosts. Okay. Ja, da kann man auch mal gegen Kumpel, der hat das auch, per Xbox Live Gold oder so zocken. Als nächstes kommt dann Battlefield 1. Erster Weltkrieg. Ist das was für dich? Nee. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht. Nee, ich hatte da gedacht, Dir kein fehlt FIFA. Fallout vielleicht. FIFA habe ich gehabt, aber die Disk war defekt. Und Wie, die die geht jetzt Disk war nicht. defekt. Die Disk war defekt. Ich habe das versucht zu Hast du installieren. zurückgegeben? Es ist immer an der gleichen Stelle hängen geblieben. Ich habe es zurückgegeben, ja. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Ich auch nicht. Aber das war über einen Drittanbieter bei Amazon bestellt. Und der hat mir noch nicht mal kostenlose Rücksendung angeboten. Muss ich 1,45 auf so ein Maxi oder diese dicken Briefe. Basisdinger Bei knallen. Müller sind gerade alle Spiele, die sie da haben, 20% reduziert. Ja. Ja, muss mal vorbeischauen. Ich muss aber sagen, ich habe diesen Monat jetzt schon wieder viel Geld ausgegeben, auch für Klamotten und so. Ich glaube, ich spare erstmal wieder ein bisschen. Wir wollen uns dem jetzt auch noch einen Geschirrspüler kaufen und so. Und da muss ich noch ein bisschen Geld haben am Ende des Monats. Auf Ja. Pump. Nee, nicht auf Pump, eben. Also ich will das am Ende des Monats kaufen und dann nicht die ganzen Kosten. Ach, die Games auf Pump. Nee, den Oh. Geschirrspüler auf Pump kaufen. Nee, das ist nicht so gut. Das ist so eine fette Summe. Obwohl, was habe ich denn mit der Xbox gemacht? Ach, ja, mal gucken. Vielleicht hole ich mir noch irgendwas. Gut, dann Und klären wir irgendwann jetzt sehe mal ich die dich bei nächste. Peter Zwegert. Nee, nee, nee. Ich hab Studienkredit, ne? Das verlagert es nur. Ja, genau. Dann können wir eigentlich noch mal abschließen. Ist vielleicht nicht so super spannend, aber was nutzt ihr jetzt für Handys und was sind eure Pläne für die Zukunft auf der mobilen Plattform? Also bei Toms weiß man es ja eigentlich schon längst, Hab's auch aber gerade schon in die Kamera gehalten. Also ich benutze so. ein iPhone 6S im Moment und habe jetzt eigentlich keine großen Pläne, so schnell von der iOS-Plattform wieder runter zu wechseln. Was erwartest du dir von Apples Strategie bezüglich der OSs für die Zukunft? Also man verfolgt ja im Moment noch eine sehr zweigleisige Strategie mit iOS, beziehungsweise eine viergleisige, also iOS, warte mal, WatchOS, wie ist es mit, ja, tvOS für den Apple TV, ne? Also, Und halt macOS. naja, ich Ich denke, dass war. macOS wird auf lange Sicht noch eigenständig bleiben.
Ja, das denke ich auch. Das können sie nicht ändern, weil sie dann eine zu große Softwarebasis haben. Meinst du, die vielleicht, dass sie die App-Plattform Universal Na, glaube machen? ich nicht. Glaube ich Weißt nicht. du? Meinst du, du hast Mac-Programme und du hast iPhone-Apps und Du iPad-Apps hast ja auch und so? Mac-Apps. Ja, okay, aber sind das die gleichen Nein. Apps, die du auch fürs. Nee, eben nicht, sind es ja nicht. Und Ich glaube das nicht, ist dass ja. die da die Microsoft-Strategie anwenden werden. Und findest du das gut oder findest du das Ich habe ja schlecht? keinen Mac. Also dir ist egal. Mir ist es also, selbst wenn ich einen Mac hätte, wäre es mir eigentlich relativ egal. Weil, genauso wie es mir auf Windows 10 auch egal ist. Ob ich. Weil ich habe halt auf Windows. Ist ja eigentlich dieselbe Situation. Auf Mac hast du die ganz normalen macOS-Programme, bei Windows hast du die ganz normalen Win32-Programme. Und die werden auch nicht verschwinden. Eher wird der Store Nee. wieder verschwinden. Und deswegen. Naja. Das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich muss sagen, ich finde Universal Apps aber mittlerweile, die haben sich schon in meinen Arbeitsalltag etabliert. Also Windows United und Dr. Windows sind da jetzt nur die ersten Beispiele, die ich halt wirklich als Universal Apps jeden Tag nutze. Ich nutze die Universal Mail App, ich nutze die Universal Kalender App, ich nutze die Skype Universal App, ich nutze natürlich Edge, ist ja auch wie so eine Art Universal App und seit neuestem oder seit bald oder so kriegt er die Updates auch über den Store. Das heißt, der ist gar kein integraler Bestandteil des Betriebssystems mehr, sondern wird dann halt wirklich über den Store auch als Also App ich geupdatet. benutze Microsoft Office. Firefox. Achso. Keine Ja, Office Universal. Apps? Nee. Universal? Nee, nee, Ich nee. benutze die Universal Apps. Bei OneNote viel zuverlässiger als die Desktop App. Das Die Richtige. Desktop App Ich macht benutze mir. OneNote nicht. Also, Ich benutze OneNote täglich für die Uni. ich benutze richtig die richtigen Desktop. Ich benutze Und das richtige Outlook. Ich benutze das richtige Word. Das richtige Excel. Dann, ja, Firefox als Browser. Skype ist die normale Skype, das normale Skype-Programm immer noch Gut. besser. Ja, das stimmt. Also für Tech-Sprechstube nutze ich natürlich auch die Skype Nein, Windows das 32. Problem ist, bei der Universal-App kriegst du nicht mit, wenn du eine Nachricht bekommst. Beziehungsweise du kriegst schlechter Die mit, weil A, hängen manchmal das. mit, die hängen manchmal, ja, die Nachrichten, das Nein, stimmt, weil das A, ist das nicht einfach. Icon wird nicht gelb, wie bei einem normalen Programm, sondern du kriegst nur so ein blödes So ein Sternchen, Stern, ja, was du Stream. leicht übersiehst. Ja. Und zweitens, der Sound ist anders. Das ist nicht mehr der Ja. typische Skype-Sound, sondern auch Ist noch ein irgendwas bisschen. total, was man leicht überhört. Ja. Daher habe ich das da aufgegeben, weil es einfach nur genervt hat, dass ich die Nachricht nicht mitbekommen Also habe. zum Chatten nutze ich das nur. Also chatten über die Skype-Desktop-Apps, nee. Also das mache ich mit der Universal App wirklich. Und dann, ja gut, meine Hauptprogramme, Lightroom, Photoshop, gibt es nicht als Klar, Universal-App. Photoshop, gar keine Frage, das brauche ich natürlich auch an meinem PC. Da kann ich nicht ohne. Ich habe ja auch unser neues Logo, ne? Haben wir ja jetzt neu gestaltet mit unseren Avataren. Der Olli wollte Photoshop auch nicht. legal? Bitte? Hast du Ich Photoshop habe es auch legal. legal? Natürlich, ja, doch, ich habe es gekauft. Photoshop Elements in irgendeinem Angebot für 40 Euro. Ja gut, Elements, okay. Ja, es reicht mir. Elements ist super. Ohne Witz, was brauche ich mehr? Ich mache doch nur mein bisschen Ja. Ebenen hin und her Schubserei mit Lasso, irgendwas ausschneiden, rüberziehen, Effekte reinmachen und so, Ebeneneffekte. Ansonsten mache ich doch gar nichts groß. Dann gut auf Das Mac. neue Logo kann sich doch sehen lassen, ist doch ganz nice geworden. Und auf dem Ist Handy habe nicht. ich halt alle Apps, die ich brauche. Da brauche ich Ja. keine. Da brauche ich keine. Also, ich kann mich nicht Ja. beschweren. Aber zum Beispiel, also die Twitter Universal App zum Beispiel nutze ich auch. Also ich finde sie am Desktop gar nicht so schlecht und Benutze ich nicht kann mit Aries. Desktop. Nee, ich Also, nutze keine Firefox. wenn ich. Aber die Twitter-Webseite auf dem Laptop, das ist eine Qual. Weil die einfach so Ja. krass Ressourcen zieht ohne Ich Ende. nutze nicht die Und da Universal benutze App. ich Aries auf dem Nee, Laptop für Twitter. ich benutze tatsächlich die normale, Wobei offizielle ich von dem Universal App. Entwickler auch lange nichts mehr gehört habe. Irgendwie ist der Ja, das ist verschollen. gut. Wie heißt er? Brent Paddock oder Brad so? Stevenson oder Brad Stevenson. sowas. Ach, Brad Stevenson, ja. Genau. Was ich noch als schöne App empfehlen kann, ActionNote ist eine coole App, um Notizen zu machen und auch immer automatisch auch im Live-Teil das schön zu sehen und daran erinnert zu werden per Notification und so. Kann mehr, also an der Stelle als OneNote, nur synchronisiert sich leider nicht. Also synchronisiert sich Chip. auch, ich glaube, es ist ja eine Universal App, also synchronisiert sich zwischen deinen Geräten, Das aber du mach. kannst nicht das mit jemand anderes teilen und dann zusammen an einem Dokument arbeiten Das mache ich sozusagen. mit Wunderlist. Ich mach's mit OneNote. Wunderlist hat auch ein, hat auf iOS auch ein
Lock Screen Widget und ein Ja. Action Center Widget, also. Ja, Wunderlist ist auch gar nicht schlecht, das stimmt schon. Aber irgendwie habe ich mich so an OneNote gewöhnt, weil ich da so viel drin mache. Olli nutzt es, glaube ich, auch ziemlich exzessiv, ne? Ja, also, weil wir sind jetzt ganz schön abgeschweift von der eigentlichen Frage, aber ich kann auch So. gern was zu OneNote sagen. Kannst auch nochmal zurückkommen aufs andere Thema, ist kein Problem. Nee, also OneNote nutze ich auch extrem. Also ich habe einmal die von bei Dr. Windows von Martin beschriebene Art, die ganzen Ordner zu digitalisieren. Also mit Ja. Office Lens einscannen, vorher mit Nummern beschriften und dann in so einen digitalen Ordner quasi in OneNote einzufügen. Das habe ich jetzt seit 2 Monaten oder so nutze ich das, habe auch wirklich alle meine Ordner, alle Dokumente, die ich habe, darüber eingescannt. Das war natürlich erstmal ein erheblicher Arbeitsaufwand. Aber ich habe halt jetzt wirklich eine Ja. Schrankwand, wo ich richtig viele Ordner drin hatte, die halt alle nur ein Viertel voll waren, konnte ich Ja. jetzt wegschmeißen und habe einen Schuhkarton, der nur ein Sechzehntel von dem Platz ausmacht. Da habe ich alle Ja. Dokumente drin. Und jetzt habe ich halt alles digital. Es macht überhaupt nicht viel Arbeit, das jetzt weiterzuführen. Und das ist echt eine super Sache. Ich bin von unterwegs. Ich hatte es dir ja schon mal erzählt, ich habe mein Konto gewechselt, war bei der Bank und dann hat die gesagt, ja, sie braucht das Dokument, braucht das Dokument, braucht das Dokument und ich konnte alles per Handy quasi schon raussuchen und irgendwie verschicken. Und das ist schon eine richtig geniale Sache und da ist OneNote echt ein gutes Tool dafür. Wenn du das verschickst, du hast es ja dann in OneNote. Wie verschickst du es dann? Weil du die Datei dann ja, oder hast du die Datei dann auch nochmal verlinkt und kannst dann drauf zugreifen, oder wie machst du das? Du kannst einzelne Seiten im PDF umwandeln. Ja, okay, klar. Nur dann hast du zum Beispiel, wenn du jetzt ein PDF in OneNote eingebunden hast und das dann wieder in PDF umwandelst, hast du da nicht irgendwie scheiß Render und so? Oder wie macht der Klar, das also wenn da? du jetzt auch ein Dokument gescannt hast, dann hast du natürlich nicht perfekte Ränder. Nee, gescannt, ja, das ist, aber wir sagen mal, du hast jetzt einen digitalen PDF gekriegt und fügst es in OneNote ein. Und dann machst du in OneNote wieder ein PDF draus. Dann Müsste machst du ich ja jetzt wahrscheinlich, ausprobieren. jetzt, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen hässlich. Aber naja, also auf jeden Fall funktioniert es, ne? Das reicht wahrscheinlich. Aber wenn du ja ein PDF auf eine OneNote-Seite einfügst, dann wird ja Ja. immer diese Datei noch angehangen, die du Genau, dann als Link, öffnen das meinte ich, kannst. ne, dass du dann auch nochmal auf die Datei zurückgreifen kannst und Ja, dann von das geht ja auch dann sowieso. ja, also das muss ich, habe ich auch noch vor mir. Ich habe hier auch noch 5 Ordner, die zwar teilweise mehr als halb voll sind, aber na, manche sind noch nicht mal halb voll, das stimmt. Also da wartet vielleicht auch noch ein bisschen Digitalisierungsarbeit auf mich. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal, Das lohnt weil es sich auf wirklich jeden Fall. sinnvoll ist. Ja, es lohnt sich schon, ja. Naja. Na gut, so viel dazu. Worauf wolltest du noch zurückkommen? Mit, Was oder er wie für die ein Handy Frage? benutzt. Ah, Das war stimmt. deine Eingangsfrage. Ja, klar. Hast du jetzt ein iPhone gekauft? Ja, ich habe es natürlich noch nicht, wenn die Wahrscheinlich. Wartezeit ja relativ lang ist. iPhone Ich habe es 7? schon vom, ja, das iPhone 7 Plus. Cool. Benutzt der Martin ja auch im Moment. Ja, habe ich gesehen, vor Ort quasi. Ich war ganz erschrocken, obwohl man es ja eigentlich, weil man davon ausgehen konnte, aber und seins macht auch keine Geräusche, was mich auch ein bisschen beruhigt hat. Ja. Also kein Hissgate gehabt. Ja, das Ja, scheint mal ja auch irgendwie nur schauen. die erste Charge gewesen zu sein. Ja, und in der bin ich definitiv nicht drin. Ich hoffe jetzt, dass es doch vor meinem Las Vegas-Urlaub kommt. Weil der Las Vegas-Urlaub eigentlich auch nochmal ein Trigger dafür war, mir das zu bestellen, weil ich einfach in der letzten Zeit öfters mal Probleme mit meinem Lumia hatte, dass es genau im falschen Moment abgestürzt ist und mich ein bisschen im Stich gelassen hat. Und das will ich halt dann im Urlaub vermeiden. Also ich würde beide Geräte natürlich mitnehmen, aber ich würde dann schon das iPhone hauptsächlich nutzen. Lass Ich deine habe mir Kreditkarte sperren. Ja, zum Beispiel. Also, es war tatsächlich so, das letzte Mal hat meine Anruffunktion nicht funktioniert und der Na Gegenüber super. konnte mich nicht hören, ne? Und das ist einfach scheiße und das darf nicht passieren. Und das ärgert mich auch wirklich, wenn irgendwie nach. Wir hatten jetzt schon ein großes Update, das Anniversary Update, und trotzdem funktionieren so einfache Dinge nicht richtig. Teilweise natürlich, nicht immer, aber eben in einer ungünstigen Situation kann das schon großen Schaden anrichten. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen mit meinem iPad rumgespielt und iOS 10 und komme da eigentlich jetzt mittlerweile so ganz gut zurecht, zumindest auf dem iPad, weil es ja schon eine Umgewöhnung ist. Und fühle mich da jetzt fürs iPhone auf jeden Fall gewappnet. Ich bin mal gespannt,
Was mir so auffällt, was mir dann nicht so gut passt. Also ich glaube, den Ja. Dateimanager, den vermisse ich jetzt schon. Du Aber mal wirst schauen, wie ich das in hinbekomme. der Anfangszeit versuchen, im Taskmanager die Apps in die falsche Richtung zu wischen. Ja, das habe ich aber schon ein bisschen gelernt jetzt. Ja gut, das sind ja Gewöhnungssachen, aber es ist halt wirklich die Frage, Und die was Tastatur man. wird dich Ja. schocken. Ist halt die Frage, was man wirklich vermissen wird. Weil, also, wenn man jetzt Windows Mobile nutzt und immer sagt, oh, das ist scheiße, das funktioniert wieder nicht und hier gibt es einen Bug und sonst was. Aber wenn du erstmal weg bist, dann merkst du auch, was du vermisst. Und Thomas hat ja gesagt, dass er so ein paar Third-Party-Apps vermisst hatte, sowas wie iOS Twitter-App oder sonst was, aber mittlerweile hat sich bestimmt auch dran gewöhnt. Ja, es gibt Feedbot für iOS. Das ist eine 10 Euro teure Drittanbieter Twitter-App. Zehn. Die ist aber auch ziemlich geil für die 10 Euro. Aber ich benutze im Moment die Standard-Twitter-App, weil die mir vollkommen ausreicht. Naja, so ist es bei mir ja auch mittlerweile. Also ich habe auch lange Zeit auf iOS gesetzt, aber irgendwann war mir der dann noch zu clunky und die neue Universal App von Twitter macht eine gute Figur. Und insofern bin ich ja jetzt auch bei der offiziellen gelandet. Insofern ist es auch nur Umgewöhnung. Also, aber so ein paar Sachen würde ich, glaube ich, noch eine ganze, ganze lange Zeit vermissen, wenn ich umsteigen würde. Was Und zum zwar wären Beispiel? das halt, ja, die Lifetiles und so. Also, klar gibt es andere Optionen mit dem Lockscreen und hier und da und interaktiv und 3D-Touch und so, aber irgendwie finde ich halt, dass es immer noch diese App-Drawer-Mentalität ist. Also es ist so app-zentrisch alles. Ich muss je jedes Mal gucken, wo ist die App, die ich eigentlich suche. Ja, Ich du kann hast mir die das. Suchfunktion. Ja, ich habe die Suchfunktion, Du musst klar, einfach nur aber vom was. Bildschirm runterwischen und lostippen. Und schon Ja. hast du. Es ist Gewohnheit. Ich bin einfach so gewohnt, meine Lifetiles zu haben, das alles angeordnet zu haben, wie ich das will, und dann einfach alle Apps nacheinander so durchzulaunchen. Weißt du, also nicht durchzulaunchen, aber halt dann so nach Aufgabenkategorie unterteilt, dann eben meine Apps sortiert zu haben und dann eben produktiv zu sein. Ich habe mich halt dran gewöhnt und es würde mir, glaube ich, eine ganze Weile fehlen beim iPhone. Es würde mir echt eine ganze Langeweile fehlen. Da könnte ich mich schneller schon dran gewöhnen, weiß ich nicht, dass die Tastatur anders ist oder dass sonst was. Da würde ich mich, glaube ich, eher dran gewöhnen, als dass ich mich an eine neue Startscreen-Philosophie ist es ja viel mehr drin gewöhnen würde. Aber klar, alles Gewöhnungssache. Und Wobei jetzt ich sag mir mit aber. iOS 10 haben sie cooles Feature mitgebracht, zum Beispiel auch bei Number 26. Die haben ja ein Widget für das Notification Center, ne? Ja. Da, wo dann immer mein aktueller Kontostand steht, mein Sparkontostand, bla bla bla. Und wenn ich jetzt mit Force Touch auf die App gehe, dann habe ich auch das Widget da, quasi auch als Live-Teil. Aber halt, ist halt keine richtige, du musst halt wirklich Force Touchen und dann ploppt das auf mit den Sachen wie Freundeeinladung, Überweisung, Money Beam, Cash Map und dann darunter halt das Widget. Und das gibt's halt bei vielen Apps, dass dann auch Ja. noch ein Widget dabei ist. Zum Beispiel bei E-Mail hast du ein Widget, bei Ja. Outlook habe ich ein Widget und so ein Kram. Ja, gut, Widgets unter iOS mögen vielleicht wirklich ganz, ganz nett sein, aber auf Android hasse ich sie irgendwie. Ich habe mir das jetzt hier mit dem Arrow Launcher eigentlich schon ganz schön so eingerichtet, aber ganz ehrlich, sie sind einfach irgendwie clunky und manchmal laden sie die Inhalte nicht richtig oder keine Ja. Ahnung, ich kann sie nicht so ganz konfigurieren, wie ich sie gerne haben will. Klar, zeigen sie viel Informationen und sind interaktiv und so. Fehlt ja bei Lifetiles, aber irgendwie finde ich das UI auch einfach nicht schön. Hier unten zum Beispiel Suchleiste, Uhr und so weiter. Ich kann das nicht so anordnen, dass es wirklich, finde ich, schön aussieht. Gut, aber das ist eine andere Sache. Kann man bei Outlook Mobile E-Mails mittlerweile planen? Bei Windows Phone? Bei Windows 10 Mobile, ja. Windows 10 Mobile? Nee, Glaube ich nicht. glaube nicht, Ah, nee. schade. Weil die Funktion habe ich auch lieben gelernt. Ich kann, wenn Okay. ich eine E-Mail kriege und ich sag mal, ich sitze gerade in der Uni und das ist eine E-Mail für die Arbeit, kann ich einfach nach rechts wischen, sag Plan, erinnere mich in 5 Stunden nochmal daran und dann kriege ich in 5 Stunden nochmal die Notification über die E-Mail. Das ist cool, ja.
Was ich auch ganz nett finde, ist, dass der Posteingang in relevant und sonstige Das habe ich sortiert wird. Aber das, ausgeschaltet. nein, das hasse ich. Ich hasse es bis auf die Ja. Pest. Weil Warum kann das? ich will alle E-Mails Ich mitbekommen, will die ich alle krieg. E-Mails bekommen. Ja. Kann ich Ja, das auch, nein, wo kann ich das ausstellen? Wo kann ich? das ist wichtig für mich, weil für die Arbeit, ne? Da kann ja, Ja. ich kann ja nicht mich darauf verlassen, dass der Algorithmus jede wichtige Genau. E-Mail mir da reintut. Und wenn ich Ah, dann ja. wichtige E-Mails verpasse, nur weil der blöde Algorithmus die aussortiert hat, ist Kacke. Deswegen habe ich die Funktion einfach komplett ausgeschaltet. Ja, aber du kannst ja zum Beispiel dann von bestimmten Anbietern kannst du dir ja hinzufügen, dass die immer in den relevanten Ordner landen sollen. Dass sie dir nicht Naja, einfach zu automatisch erscheinen. ich kann ja nicht jeden blöden E-Mail-Verteiler, den ich über den Presseservice von uns krieg, Gut, da das ist dann reintun. das Anwendungsszenario, ne? Bei mir ist Ja. es übersichtlicher. Oder auch wenn du in einer Firma arbeitest, kannst du nicht jeden Mitarbeiter auf die Whitelist setzen. Nee, also ich finde es für mich auch ungeeignet für meinen Anwendung. Ich kriege nicht so viele E-Mails, dass ich da jetzt irgendwie. Ich bin nicht so ein Satya Nadella, der tausend unrelevante Sachen kriegt, sondern Ja. vielleicht mal so hunderte von wirklich Also relevanten Mails am da Tag. sortiert der Spamfilter für mich Ja. schon gut genug aus, Ja. um ehrlich zu sein. Na. Der sortiert bei mir zu wenig aus, aber okay, klar. Man kann sich ja auch mal so nach und nach wieder von den ganzen Scheiß, wo man sich irgendwie mal registriert hat für Newsletter und so weiter, wieder abmelden. Das mache ich immer mal so regelmäßig und dann Also mein ist es Spamfilter eigentlich immer funktioniert recht perfekt. aufgeräumt. Okay, das ist ja gut. Nee, bei mir rutscht immer noch Flixbus und so was rein, was ich irgendwie alles mal gemacht habe und da auch den Link zum Deaktivieren nicht finde und so. Naja, wie dem auch sei. Ja. Was ich noch bei iOS schön finde, du fliegst ja bald, dass du dir deinen Boarding Pass quasi aufs Ja, Handy okay. machst. Also ich bin ja jetzt nach London geflogen, das war auch ganz. Es gibt zwar Apps für Windows Phone, da habe ich meiner Freundin ihren Boarding Pass auch drauf geschickt. Der zeigt das aber ein bisschen falsch an, weil das Dateiformat nicht ganz klar, nicht ganz offen ist. Und Okay. du hast halt in deinem Wallet hast du dann quasi einen Boarding Pass und wenn Zeit ist für zum Boarden, wird's dir auch auf dem Lockscreen angezeigt. Dann kannst du da draufklicken und dann Pass Okay, cool. vorzeigen und dann kannst du einfach den Boarding Pass vorzeigen und bist im Flugzeug drin. Ja. Brauchst du nicht auszudrucken und dann aus der Tasche Ja. raussuchen und das funktioniert auch So, mit Fernverkehrstickets von der Bahn über die DB Navigator Okay. App. Ah. Ja, bei der DB Navigator App erwarte ich auf die neue Version von der Bahn, die ja im Moment im Beta-Test ist für Windows Mobile. Mal sehen, was sie da zaubern. Hoffentlich ist es bald soweit. Ich habe noch zwei Sachen für heute und dann sind wir ja eigentlich auch sowieso mit der Zeit schon recht weit fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch wer zuhört. Und zwar habe ich letztens einen Artikel auf WinFuture gelesen. Ich suche ihn gerade raus. Darüber. Haltet euch fest. Hier. Südkorea, erste Hausanschlüsse bekommen 50 Gigabit Upgrade. Ziel ist Gigabit für alle bis 2020. Und da habe ich nur so gedacht, ja, und in Deutschland, wo sind wir da? Ist ja eigentlich manchmal mehr ein Geheimnis, dass uns die Asiaten in der Entwicklung bald überholen werden. Nicht nur was Breitbandanschluss und Verteilung angeht, sondern auch technologischen Fortschritt und so In weiter. Korea ist es Und aber auch einfacher zu realisieren. ja, klar, es ist Alle einfacher zu Leute in realisieren, Südkorea aber wohnen alle Leute in großen Städten und da ja. ist es einfacher auf kleinem Raum Ja, Glasfaser aber für selbst. genug Leute auszulegen. In Deutschland musstest du Glasfaser durch die ganze Pampa in Mecklenburg-Vorpommern, in der Eifel, in der, weißt du, in der Fränkischen Schweiz, sowas halt. Ja, aber ich glaube schon, dass das da einfach zu wenig passiert im Gegensatz zu solchen entwickelten Ländern. Und ich denke mal, man muss sich schon die Frage stellen, was wir in Deutschland auch tun müssen, um nicht von jemand, also nicht um nicht von den Asiaten abgehängt zu Das ist werden. schon Das klingt passiert. jetzt, ja, es ist wahrscheinlich schon passiert Ich eben. meine, bei den Und Koreanern ist ja wirklich alles aber auf Deutschland hat digitale ja Infrastruktur ausgelegt. da solche scheiß Lobbyisten und Vollpfosten, die es einfach nicht gebacken kriegen, das Ganze mal, weiß ich nicht, ein bisschen mehr zu fördern, ein bisschen zu beschleunigen, ein bisschen Druck auf Aber die. es kostet alles Geld und Ja klar, kostet der alles typische Geld, aber Deutsche will. verdient sich doch eine goldene Nase an den meisten Sachen. Guck mal, der Warum? typische Deutsche will 30 Euro für seinen DSL-Tarif bezahlen und nicht mehr. Wie Ja, sollst du aber dann. 30 Euro ist doch schon eine ganz gute Summe.
Ja, aber wie willst du Ja, also davon sagen wir kurz. kilometerweiten Glasfaserausbau finanzieren, Hausanschlüsse, Straße aufreißen, weil du die nicht oberirdisch verlegen darfst? Und der Naja, ganze in anderen Quatsch. Ländern funktioniert es einfach besser. Ja, aber da Ich musst du ja glaube, nicht so die das ist immer Fläche nur an aus. der Infrastruktur. Da Ja, musst du nicht es so ist die aber, Fläche glaube ich, nicht. ausbauen. Aber, glaube ich, nicht immer nur an der natürlichen Begebenheiten des Landes. Liegt auch Wir manchmal. haben halt in Deutschland leider eine Geiz-ist-geil-Mentalität, wo die Leute nicht bereit sind, ein Ja, bisschen was auszugeben. das stimmt natürlich auch wieder. Da gebe ich dir recht. Weil wie Ja. sollen denn Mobilfunknetze gut ausgebaut werden, wenn die Leute nicht mehr als 10 Du, Euro bezahlen? Mobilfunknetz funktioniert besser als, also zumindest D-Netz funktioniert oft besser als DSL. Ohne Witz. Ja, bei. Ja, da bezahlst du ja Ja. auch Beträge von 40 Euro im Monat. Du siehst ja, Nee. wie marode zum Beispiel das O2-Netz mittlerweile ist, weil die Leute einfach kein Geld bezahlen wollen. Ja, das ist richtig, Die haben die aber meisten D-Netz selbst funktioniert. Mobilfunkkunden, aber verdienen am Kunden prozentual im Vergleich zu Vodafone und Telekom am wenigsten. Ja, aber über Reseller bezahlst du auch im D-Netz nicht mehr als 20 Euro, wenn du schlau bist. Ja, aber dafür Und dann auch kommst du für. nicht gut ins LTE-Netz. Und bei der. Also, du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich bin über Mobilcom Debitel, bezahle 10er im Monat, habe 3 GB LTE und das läuft 1A. Also, ich habe zu Olli auch keinen Unterschied. Wir haben letztens auch Empfang verglichen und so weiter. Er ist ja auch Ja, der aber Installateur. das ist ja ein Spezialfall, weil du ein Duals im Handy hast. Du hast ja über Congstar, da kommst du zum Ja. Beispiel nicht ins LTE-Netz rein. So, Nee. und die Telekom ist halt genauso wie Vodafone im Moment halt ein Premium-Mobilfunknetzanbieter, der Ja, halt natürlich. Premium-Preise aufruft, aber dafür dann auch ein stabiles, schnelles und gut ausgebautes Netz hat, während O2 40 Millionen Kunden hat, die Leute aus dem LTE-Netz rausschmeißt, weil da viel zu viele Leute drin sitzen und kein Geld hat, das Netz auszubauen, weil die Leute nicht mehr als 10 Euro bezahlen. Naja, da gebe ich dir recht, ja. Aber also. Klar, also, aber ich muss sagen, man kann auch für wenig Geld gut Internet kriegen Und dann heutzutage. hast Also, ich du, muss sagen, dann hast du. bei Mobilfunk hat sich in den letzten 2 Jahren so viel getan, wie lange nicht. Also, Und dann wir haben hast du mittlerweile wirklich die. viel Datenvolumen für wenig Geld. Dann hast du die Deutsche Telekom, die als fast als einziger in Deutschland ausbaut, weil die ganzen anderen sich ins gemachte Nest setzen und sich bei der Telekom einkaufen, weil die Telekom ihre Netze anbieten muss. Das heißt, die anderen Anbieter Ja. haben keinen, sehen keinen oder brauchen nicht selber auszubauen. Ja, Und das Problem ist, bei den stimmt. Kabelanbietern ist das nicht so. Da kriegst du ja Datenraten von bis zu 1 Gigabit. Nur die müssen halt keinen in ihr Netz reinlassen. Naja, wir werden sehen, ob sich da mal die nächsten Jahre vielleicht auch ein bisschen mehr tut. So, also ich fand wirklich, die letzten 2 Jahre hat sich bei den Mobilfunkpreisen so viel geändert. Man kriegt heutzutage echt gute Internetflats mit viel Inklusivvolumen für wenig Geld. Das war vor 2 Jahren noch ganz anders. Aber bei DSL habe ich halt in der letzten Zeit, also DSL und Kabel Internet, nicht so krasse Fortschritte gesehen. Ist meine persönliche Einschätzung. Ich finde, da müsste mehr passieren, aber das Ich Olli würde halt nicht auch so. nicht sagen, dass jetzt die Hauptseite daran ist, dass die Leute jetzt geizig sind, sondern der Anspruch ist einfach nicht so hoch. Also ich glaube, das hat nicht so die Wertigkeit jetzt für die meisten Leute. Wir haben ja auch eben beim Dr. Windows Day gehört, dass zum Beispiel ja in Asien die Leute eben schon ganz viel Bots nutzen. Dass diese WeChat, diese App, worüber du Bots abrufen kannst, dass es die Killer-App ist. Und da müssen alle Firmen drauf sein, sonst werden die dort nicht wahrgenommen. Und das ist halt ein Szenario, das kannst du dir jetzt heute so gar nicht vorstellen. Also ich kann mir nie vorstellen, dass meine Arbeitskollegen jetzt Bots nutzen, ne? Weil da ist gar nicht so der Anspruch da oder irgendwie noch nicht so das Gefühl dafür, ne? Wir hatten auch eine ganz interessante noch Diskussion auch mit dem Boris Schneider-Johne darüber, dass sich Cloud in den Unternehmen und Ja. auch im Privatkundenbereich nicht durchsetzt, deswegen, weil wir ein zu langsames DSL haben. Weil wir halt wirklich an den meisten Orten immer noch mit 1 Mbit Upload daherkrückeln, wenn es nicht sogar weniger ist. Und da kriegst du einfach keine großen Datenmengen über die Cloud gesenkt. Du kannst da vielleicht ein paar kleine Dokumente, Textdateien, vielleicht nochmal ein paar Bilder oder so, aber da wird es dann auch schon eng. Ein bisschen über die Cloud für deine eigenen Geräte synchronisieren lassen. Aber sobald du dann an Videos rangehst oder größere, weiß ich nicht, 3D-Design-Studio, sonst was Dateien, da ist dann einfach das Limit erreicht. Und dann ist halt die Frage, ja, müssen wir mehr solche Dienste nutzen, damit wir
uns klar machen, dass wir besseres Internet brauchen, oder brauchen wir zuerst besseres Internet, damit wir überhaupt diese Dienste nutzen können? Es Ja, ist der so ein Punkt ist halt auch, Henne-Ei-Problem. muss halt auch die demografische Situation jetzt in Deutschland sehen, Ja. dass halt wir ganz wenig, verhältnismäßig wenig quasi Leute haben, die so zwischen, was weiß ich, 12 und 32 sind, sondern die Mehrheit unserer Bevölkerung besteht ja, glaube ich, so ab 50 ungefähr. Ich glaube, der größte Block ist so 50-Jährige, ne? Und die müssen jetzt nicht mit Bots kommunizieren, ne? Die sind da dran vorbei. Und wenn ihr zum Ja. Beispiel auch siehst, was ja ganz interessant ist, du machst Periscope auf und siehst Periscope jetzt Europa oder nimmst die Türkei noch dazu, dann ist in Frankreich total viel Leute, die streamen, in der Türkei unheimlich viele Leute. Und dann ist Deutschland wirklich so ein schwarzer Fleck, wo eigentlich keiner Periscope macht. Und die, die es machen, sind immer auch türkische, deutsche Staatsbürger oder so, also halt einfach Leute, die dann auch jetzt nicht Deutsche in dem herkömmlichen Sinne jetzt Ja. sind. Und das hängt auch mit der Bevölkerungsstruktur zusammen. Ne? Jetzt die Türkei ist ein absolut junger Staat mit jungen Leuten. Da wird sowas viel mehr genutzt, Twitter und so weiter. Ne? Da ist es Ja. echt ein Problem, dass wir einfach eine alte Gesellschaft sind, also so eine Rentnerrepublik. Ne? Ich denke auch, Das. da ist es das typisch Deutsche, dass alles erstmal negativ betrachtet wird und erstmal die negativen Seiten betrachtet werden. Vorrangig. Zum Was der Beispiel, Bauer was nicht mir sieht, den aufgefallen reißt ist, er nicht. ich war ja letzte Woche in London und was da zum Beispiel mit Kartenakte, also Kreditkarten oder Bankkartenakzeptanz im Vergleich zu Deutschland geht, das ist unglaublich. Du hast da wirklich an Wir sind jeder, ja. du kannst da überall mit NFC bezahlen. Du hast einen Streetfood-Stand und dann, das ist was Selbstverständliches, dass du da mit NFC bezahlst. Die U-Bahn, die Londoner U-Bahn, du brauchst einfach nur deine Karte an die Schranke zu halten. Du bist drin und dann, wenn du rausgehst, musst du wieder auch dran halten und dann wird das erst später abgebucht, das Ticket quasi. Du musst dich darum kümmern, welches Ticket du kaufst, weil du maximal pro Tag das Tagesticket bezahlst und maximal pro Woche das Wochenticket bezahlst. Und im Vergleich zu Deutschland, wo halt du überall noch Bargeld brauchst, das ist echt nervig. Ich meine, ich habe jetzt in den 4 Tagen London, habe ich kein ein, ich habe nicht mal Geld gewechselt. Bin komplett ohne Bargeld hin, habe keine einzige Münze Bargeld benötigt und bin wieder zurück. Ja, Und wenn du hier in das Berlin wäre hier in bist. Deutschland nicht möglich. Du kannst Nee, wenn keinen du es Döner hier mit in. Karte kaufen. Du Ja. kannst in den meisten hippen Burgerbuden kannst nicht mit Karte bezahlen, wenn dann ab 50 Euro, was total bescheuert ist. Du kannst Bars auch deine, manchmal. ja, Bars. Manchmal, in fast keiner Bar kannst du mit Karte bezahlen. Naja, gut, in manchen. Ja, Man muss stimmt. halt explizit nachfragen Versuch teilweise, mal ja. in der Kneipe, wenn du, ich will mit Karte zahlen, du wirst blöd Naja, angeguckt. in Pubs kann man schon mal, kann man Und schon. in England ist das halt so, du hast halt auf dem Tresen wie selbstverständlich das Terminal liegen und die wird die Karte nicht aus der Hand gerissen, wie in vielen Ja. Geschäften hier. Du kannst Ja, selber das regt mich auch dranhalten richtig und auf. das ist wunderbar. Und Ja, das geht, da gebe ich selbst dir recht. gut, in Berlin müssen Taxis Kreditkarten akzeptieren. Aber in London, also das ist halt da wie selbstverständlich. Und kaum einer benutzt Naja, noch Bargeld. also man sieht es ja wirklich, also das war in Braunschweig sogar besser. Ungefähr nur jedem dritten Terminal kann ich hier wirklich kontaktlos bezahlen. Rewe unterstützt es durch die Bank überhaupt fast nirgendwo Ja, in doch. Berlin. Edeka, in Berlin? Rewe hat deutschlandweite Also NFC-Akzeptanz. die lokalen Rewe-Läden Ja, hier bei alle. uns in Berlin? Nee. Dann lassen sie dich nicht. Unterstützen es. Nee, dann Hast haben du sie es es mal nicht versucht? freigeschaltet oder so. Bei den Terminals steht auch nur Karte einstecken und die reißen dir die Karte aus der Hand. Nee, Und die Terminals zeigen unten ein ganz kleines Kontaktlos-Logo an und dreh das Terminal einfach zu dir und halt selber dran. Das mache ich. ich habe das schon mal gemacht. Ich war Ich habe es einkaufen versucht auch. und da habe ich auch ein Terminal gesehen mit diesem NFC-Logo. Ich habe ja auch eine Bankkarte, wo ich das machen kann und habe dieses dran gehalten und da ist überhaupt nichts passiert. Ne? Ja, Die hat eben, gesagt, ich das soll habe das ich auch schon. einstecken und ich habe es aber mal so probiert. Sie hat mich halt nur blöd angeguckt, dann habe ich es halt dann Ja. doch eingesteckt. Ne? Welche Bankkarte hast du denn? Von der Sparkasse hier vor Ort. Naja, dann geht's nicht. Das geht nur mit Mastercard oder Visa. Ja, aber selbst ich habe Ah, gefragt, okay, warum geht das mit der Sparkasse Visa und nicht? Weil Mastercard. die Girocard kontaktlos benutzen, das wird erst ab Anfang nächsten Jahres Okay. unterstützt und dann auch nicht, dann hat es auch nicht dieselbe Akzeptanz wie Mastercard oder Visa, PayPass bis ins PayWave. Also das ist eine eigene deutsche Lösung, die auch nur in Deutschland funktioniert. Ja. Und jetzt eine Mastercard habe ich jetzt auch recht eine aktuelle, weil da sehe ich dieses NFC-Logo gar nicht drauf. Zeig mal, was hast du denn für eine?
eine Master, auch von der Sparkasse Ja, die, quasi. ja, das ist blöd. Sparkasse macht das gar nicht. Also bei keiner Sparkasse kriegst du eine Mastercard mit NFC oder Visa. Scheiße. Du hast halt. Ja, Na, jetzt sieht Sparkasse. man. Ja. Du brauchst halt das Wellenlogo entweder auf der Mastercard oder auf der Visa. Okay. Das ist Genau, halt und da habe blöd ich mir gelaufen. jetzt vor an vielen Vereinen schon Number gesprochen. 26. Oder, ja, oder irgendwie, also eigentlich jede Bank, die nicht Volksbank oder Sparkasse ist. Ah, scheiße, ich bin Nee, erst was kommt, ohne Witz. gewechselt. Also bei jedem Lidl, bei jedem Aldi, bei den Ja. Discountern kann ich immer kontaktlos bezahlen. Aber bei ganz vielen Rewes. Ich schwöre dir, dass ich es versucht habe und es nicht geht. Also ich konnte bis jetzt in jedem Rewe kontaktlos bezahlen, in dem ich war. Ich konnte In auch in dem jedem. Braunschweiger Rewe bei mir vor Ort nicht kontaktlos bezahlen. Da habe ich sogar gefragt. Ich meinte so, nee, so weit sind wir noch nicht. Da meinte sie Ja, erstmal, Kassiererin fragen ist immer eine schlechte ja, Idee. aber ich habe auch kein Logo gesehen und es stand wirklich explizit nur Karte einstecken, nie Karte einstecken oder auflegen. Keine Ahnung. Auf jeden Genau, Fall ist keine Ahnung. bei Lidl hat aktuell eine Aktion, wenn du kontaktlos bezahlst, kannst du eine Stimmt. Reise gewinnen. Ja, cool. Muss ich dann mal demnächst ein paar Mal mehr zu Lidl gehen? Ja, richtig geil. Ja, Nicht da nur eine gab's Reise, da, da zweiter Preis war der auch erste irgendwie Preis war eine andere Reise. Traumreise, der zweite Preis eine Ja, Karibikreise und der dritte Preis Hotelurlaub. eine Städtetour. Ja, Visa hatte letzten Monat eine Aktion, wo du, wenn du mit einer Visa kontaktlos bezahlt hast, dass du dann irgendwas gewinnen konntest. oh, habe ich bestimmt. Hast Ich habe verpasst? bestimmt mit der. Ja, habe ich. Muss Nein, man dann noch du musst den Bon mitnehmen, ne? Kassenbon Ah. fotografieren und einschicken. Ah, okay. Habe ich verpasst, ja. Schade. Ja. Naja, Also kann ich ja jetzt drauf kontaktlos tun. bezahlen ist echt eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich mache Freudensprünge, wenn Apple Pay nach Deutschland kommt. Ja, dadurch hätte man das Problem ja überbrückt, dass zum Beispiel jetzt die Sparkasse eine eigene Lösung nutzt. Hätte man damit überbrückt, oder? Ja, die Sparkasse wird Apple Pay nicht Wenn man ein unterstützen. iPhone hat. Zumindest nicht mit der normalen Bankkarte. Mit der Mastercard vielleicht, aber nicht mit der normalen Aber Bankkarte. hast du kein iPhone? Hast du kein iPhone? Naja, du hast doch auch, Oder? Microsoft hat auch eine Hostcard-Emulation-Bezahlvariante über die Ja. Wallet-App. Und wenn Apple Pay unterstützt wird, dann ist Android Pay nicht weit und dann kommt auch die Microsoft-Lösung. Naja. Microsoft Hey, es ist ein Engagement Business für bei uns, was soll Mobile. das? Ja, okay. Oh, In stimmt, den da hast du USA ein Argument. geht's ja. Mit dem Handy, mit deinem Lumia zu bezahlen. Okay, Aber cool. da werden nur einige Banken unterstützt, jetzt Ja, nicht beide. Ich glaube, bei irgendwie Apple ein, Pay ja zwei Banken. genauso. Da werden nur Banken unterstützt, die aktiv dazu ja sagen. Okay. Weil Okay. Apple will ja auch einen kleinen Prozent, also 0, Ja. irgendwas Prozent vom Umsatz haben. Ich weiß, wir hatten das vorhin schon, aber ich wollte gerade noch mal mit ein paar Bildern das Ganze abschließen vom Wochenende, wenn ihr wollt. Okay, warte, ich mach grad auf. Wir haben ja alle drei fertig Fotos Dann geschossen. übertrag mal. Also ich starte mal einfach in Übertragung. Jo, ja, bin dabei. Wo sind denn meine Alben freigegeben? Ah, jetzt sieht man alle meine Dateien. Oh, Hilfe! Oh. Pack die Pornos weg. Na, na, na. Habe ich hier nicht. DWC16. So, Manuel hat ein paar Fotos geknipst mit seinem iPhone und Selfie-Stick. Manuel hat ja auch ein iPhone jetzt, ne? Selfie-Stick, wirklich? Oh Ja, da Gott. dachte ich auch so, seriously. Aber gut, hier hat er die HoloLens auf. Ja, sorry, ich habe das jetzt alles in der Cloud nur. Aber da sieht man ihn, wie er grinst. Und er hatte noch was gepostet auf Twitter. Hier sieht man ihn und Martin. Okay, wenn es dann lädt. Okay. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Genau, dieser Typ. Du bist ganz kurz weg. Ja, hier war der Typ, der uns was über das Insider-Programm, das hatten wir nämlich ganz vergessen, Olli, noch zu erzählen, erzählt hatte. Und die versuchen das Insider-Programm ein bisschen umzukrempeln. Weg von so einem reinen, so einem Bugsammelstube, sage ich jetzt mal, hin zu so einer Community-Sache, dass man, das nennt sich irgendwie Winsiders for Life. Nee, Winsiders for Good, so heißt es. Dass da wirklich auch die Community mit einbezogen wird, dass da Events geplant werden und was weiß ich. Aber ich muss sagen, die Fotos vom iPhone sind aber ganz schön verrauscht, du.
Olli. Ja, das Ja. haben wir vor Ort ausprobiert. Also die Fotos vom iPhone 6S sind deutlich schlechter als die Nicht gut. vom Lumia. Also, ja, das muss ich wirklich sagen. Da habe ich zum Beispiel die eine, das eine von dem alten Museum Berlin hier, habe ich deutlich besser hingekriegt. Wo ist es? Wo ist es? Da. Da siehst du einfach, also wie gut die Kamera vom 59 XL einfach ist. Ach so, das liegt jetzt, glaube ich, aber auch ein bisschen an OneDrive. Das ist jetzt hier nicht fertig geladen. Das ist alles hier nur in der Cloud. Alles nur geklaut. Ah. Das OneDrive-App nervt mich auch. Ich kann hier irgendwie nicht richtig scrollen. Naja, ihr könnt es erkennen. Genau. Und dann, ja, es gab einige Vorträge. Natürlich. Und, oh Mann, das nervt hier aber ein bisschen, dass das so lange lädt. Wie ist es, wenn ich einfach. Genau, hier sitzen wir in den Reihen. Olli guckt ganz begeistert. Nee, jetzt waren sie etwas spontan. Ne? Da warst du nicht ganz. Genau. Und, da standen sie natürlich dann morgens um 9 Uhr am Einlass, genau wie vom Apple Store, wenn sie fürs neue iPhone anstehen. Ach ja, war ganz witzig. Hier, das Bild gefällt mir gut mit dem Fernsehturm hier so in einer coolen Lichtstimmung. Das sind ja so Lichtspiele gewesen am Wochenende in Berlin. Haben wir teilweise gesehen. Ich brauche noch hier ein paar Videos. Genau, hier unser Essen. Hier noch zwei Typen. Ich hoffe, ich darf es zeigen. Mit denen wir sehr, sehr viel gequatscht haben an dem Abend. War echt ein sehr cooles Gespräch. Auch mit ihm hier habe ich sehr viel Ja. auch über mein Privat, also mein Studium. Er arbeitet schon in einem Unternehmen, wo sie auf Windows und Continuum setzen und so. Und mein, auch er hat jetzt gerade das HP Elite X3 zum Beispiel im Einsatz und die nutzen Continuum und Remote Desktop und sowas. Und er meinte, das wäre echt eine coole Sache. Haben aber auch, klar, ein bisschen kritisch. Uns zu geäußert zur aktuellen Strategie von Microsoft und ah, Olli, deine Bilder sind hier ja auch noch. Let's see. Naja, gut, also wir haben hier so ein bisschen die Projekt, also die Präsentation abfotografiert. Das ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Olli, du wirst mir ja Ich ganz schön erschlagen von. hatte Aber. den Hauptmerk hatte ich darauf gelegt, die Präsentationsfolien ein bisschen abzufotografieren. Genau, ja, Auch aber einfach, weil auch. die mir so vom Design gefallen haben. Ja, die haben, ja, und da standen auch gute Sachen drauf. Ich glaube, die Präsentation kann man sich auch als PowerPoint runterladen. Bei Dr. Windows war ein entsprechender Vortrag schon verlinkt, der zu den Okay. Surface. Da gab es nämlich viele Tricks und Tipps. Ticks und Trips, das ist der neue Showtitel vielleicht, oder auch nicht. Keine Ahnung, so witzig war es jetzt auch nicht. Nee, aber coole Sachen, wie man auch checken kann, wie man auch checken kann, ob der Akku vom Surface noch in Ordnung ist und Ja. ganz viele Tweaks und coole Sachen, die sie gezeigt haben, war vielleicht nicht so der unterhaltsamste Vortrag, aber war auf jeden Fall sehr wertvoll. Und die beiden Microsoft-Mitarbeiter, die das gemacht haben, haben das wirklich super rübergebracht. Ich muss sagen, also die waren alle unglaublich kompetent, diese Microsoft-Angestellten, die uns da die ganzen Sachen präsentiert haben. Also Aber das hier sind haben ja wir noch ein keine Gespräch. Microsoft-Angestellten direkt. Von Microsoft Deutschland. Also die meisten schon. Also die das Surface Insight machen, sind, also soweit ich das verstanden, nicht jetzt direkt bei Microsoft Ja, angestellt. okay, die schmeißen diesen Blog, ne? Ja, weil ich habe mich mit dem einen Ja. auch, ich habe den Namen jetzt vergessen, auch länger unterhalten und der ist Ja. nicht direkt bei Microsoft. Ah, okay. Naja, aber durchaus, also die Leute, die das gemacht haben, echt coole Sache. Echt coole Ja, aber ich Sache. finde, was man auf jeden Fall nochmal hervorheben muss und das auch nochmal erwähnen muss, war auch, wie cool die Leute dort waren. Also man kann echt Ja. sagen, diese Windows-Community ist echt ein cooler Haufen von Leuten. Man konnte immer irgendwo hin Total. und Leute anquatschen und konnte, da hat er Anhang gehabt. Und Das was sind. man auch, was ich nochmal sagen möchte, ist, dass das Dr. Windows-Team auch echt cool ist. Also da ist überhaupt Ja. nicht die von Abgehobenheit oder so. Die sind total nah zu der Witzig ist ja, Community. das Du kannst Witzige dich ist. mit jedem dort unterhalten, das ist echt super. Das Witzige ist ja, dass der, obwohl der Altersdurchschnitt vielleicht schon bei jenseits der 50 liegt, sind die Leute einfach sowas von am Zahn der Zeit und irgendwie haben einfach dieses Gespür auch für die Community, wissen genau, was sie tun und sind wirklich extrem korrekte Leute, kann man einfach nur sagen. Also wirklich Hut ab für so ein tolles Team, das ist eine so tolle Community, wirklich.
hervorgebracht hat, wenn man so will. Genau, das waren vor allem MVPs, also das sind ja dann von Microsoft Ja. ausgewählte Spezialisten, die halt sich besonders engagierten in der Vergangenheit und dann eben entsprechend eine Sonderstellung als MVP genießen. Genau, so viel dazu. Ich glaube, damit haben wir einen runden Abschluss gefunden. Vielleicht einen kleinen Gag zum Schluss noch. Well played hier boah, ich hasse es. Es geht einfach. Ich kann runterscrollen, aber ich kann nicht zur Seite scrollen. Wie scrollen? Oh, alt? Nein, so auch nicht. Naja, aber well played hier auf jeden Fall von Rewe. Also hier hängt natürlich Aldi-Werbung hier mit Aldi Talk. Und dann Rewe kann man sich den Weg zum Discounter sparen. Und dann hier die ganzen Ja-Produkte hier. Ja gut, das passt jetzt nicht so. Ist jetzt nicht der direkte Konter auf die Internetflat von Aldi, aber auf jeden Fall netter Koinzidenz hier am, wo war das? Irgendwo am Ring. Mit der S an der S-Bahn-Station, als wir Manuel dann zum Busbahnhof gebracht haben und er noch 6 Stunden Fahrt vor sich hatte. Naja, gut. Ich glaube, damit sind wir für heute am Ende. Boah, haben wir jetzt ja wieder lange gemacht, 1,5 Stunden. Ja. Aber ich denke mal, für unser erstes Treffen in der Tech-Sprechstube, unserem neuen Zuhause, in unserem neuen Wohnzimmer, auch optischer Umbruch hier seit meinem Umzug, war das auf jeden Fall Hat ganz sinnvoll gut und geklappt. hat gut geklappt, genau, über Ja. YouTube, über Twitch, das werden wir, denke ich, dann in Zukunft weiter so handhaben. Über Feedback sind wir natürlich immer wieder dankbar. Falls noch Also, jemand zuguckt. falls jetzt noch jemand zuguckt oder ob es jemand, wenn es jemand in der Aufzeichnung sieht, Feedback immer an uns per Hashtag TechSprech, seht ihr oben eingeblendet per Twitter, oder einfach per PN an uns bei Twitter. Ich heiße TechNils, Toms findet ihr unter Thomas-Freres. Genau. Und Olli ist der Olli1917. Und ja, ich glaube, damit hätten wir es, ne? Und auf nächste Woche freue ich mich natürlich auch wieder. Hoffentlich ist der Sascha dann wieder dabei und hat seine Verbindungsprobleme, beziehungsweise sein PC gefixt. Da lief ja jetzt ein Insider-Bild drauf, der jetzt abgelaufen ist. Ihr kennt ja, ne? Der tickende Zeitbomben. Irgendwann laufen die Dinger ab und anscheinend hat er seinen Desktop so wenig benutzt, dass er es nicht gemerkt hat. Und jetzt ist er fällig, der PC. Und er macht jetzt anscheinend Production drauf. Naja, gut. Dann freue ich mich auf nächste Woche und wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, schöne Woche. Und ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Generell hat mir auch Spaß gemacht, sehr viel über das Dr. Windows-Treffen zu erzählen. Man könnte noch viel mehr erzählen. Man könnte Ja. einfach. Man könnte echt noch mal genau so lange erzählen, wie man damals. Der Ton. Okay, der Foto AG hat tatsächlich noch zugeschaut gerade. War der einzige Zuschauer per YouTube. Musst dir nichts denken. Nur die Harten kommen in den Garten. Nee, viele gucken sich das auch noch per Aufzeichnung an oder hören es sich an oder weiß ich nicht. Vielleicht können wir auch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen mehr Werbung machen, dass vielleicht auch andere sich das Ganze noch ein bisschen mal anschauen. Und auch gerne teilnehmen. Also wenn ihr mutig seid und auch mal einfach so mit uns bei Skype so diese 1,5 Stunden oder diese Stunde am Dienstagabend quatschen wollt, dann raus mit der Sprache, meldet euch bei Twitter, Wir meldet beißen euch nicht. bei Skype oder so. Wir beißen nicht, genau. Und ja, ansonsten soll es das jetzt wirklich gewesen sein? Ja, Von danke meiner Tom Seite auch fürs Stream. Dankeschön und Ja, war wieder eine schöne Runde. war eine schöne Runde und mach's gut, bis bald. Und Olli, cool, dass du mal wieder dabei warst. Ich hoffe, das kriegen wir auch irgendwann mal wieder hin. Und es wird nicht von irgendwelchen Schichten blockiert bei dir. Ja. Gut, dann macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, auf Wiedersehen. Ciao.